Herzlich willkommen zur 12. und letzten Vorlesung Programmieren in C++ im Sommersemester 2024. Was machen wir heute? Ich sage noch kurz was zu Ihren Erfahrungen mit dem 11. Übungsblatt. Das waren die ersten Schritte im Projekt. Dann sage ich was zur Klausur. Scherz, gibt keine Klausur. Anmeldung für die Studienleistung. Die Deadline war am 7. Juli. Was wir gemacht haben, da gibt es eine Ankündigung im Forum. Es gibt einige Leute, die haben viel zu wenig Punkte im ersten Teil. Wir nehmen an, die allermeisten haben einfach sich da schon längst verabschiedet, haben sich aber trotzdem noch angemeldet, vielleicht weil sie das schon am Anfang der Vorlesung gemacht haben. Schauen Sie bitte bei sich nach, da haben wir dann NB eingetragen, müssen wir ja. Schauen Sie sich einfach die Ankündigung im Forum an. Heute machen wir auch noch ein bisschen Inhalt, die Evaluation. Die Ergebnisse kamen am Sonntagabend, die werde ich zusammenfassen. Ein bisschen diskutieren, 20 Minuten etwas. Dann nochmal zum Projekt, einfach was da noch für Updates gab und Gelegenheit nochmal Fragen zu stellen. Ein bisschen C++ machen wir noch, so ein paar Sachen, die Sie vielleicht, die ist glaube ich ziemlich interessant. Exceptions hatten wir bisher noch gar nicht. Und Optimierung. Wir schauen uns heute mal ein bisschen Maschinencode an und lernen noch ein paar Sachen. Ist nicht lange, aber sehr nett. Und dann stelle ich noch unseren Lehrstuhl ein bisschen vor. Manche von Ihnen wollen erfahrungsgemäß ja Projekte bei uns machen, Abschlussarbeiten, wie das bei uns so läuft und auch ein paar Beispiele, was man bei uns so machen kann. Genau. Hier nochmal, das steht jetzt an ganz vielen Stellen, haben wir letzte Mal gesagt, sagen wir heute, steht auf dem Übungsblatt. Es gibt ein 12. Übungsblatt, was hat es damit auf sich, das zeige ich hier auch kurz. Das ist das 12. Übungsblatt, da steht einfach drauf, machen Sie das Projekt fertig. Ja, das ist jetzt nicht wirklich ein Übungsblatt, aber einfach nochmal für Sie die wesentlichen Informationen, damit es auch überall steht. Ich sage es gerade nochmal und dann später nochmal. Eigentlich ist so gedacht bis 30. Juli, versuchen Sie das bitte, wenn irgendwie möglich. Hier steht es auch nochmal, gerne auch früher und ich sage da gleich noch was zu. Und dann stehen hier die üblichen Bedingungen. Es kommt gleich noch eine Folie dazu. Erfahrung zum 11. Übungsblatt, das war ja die Punkt-H-Datei zu schreiben. Nettes Blatt, Spaß gemacht, sich eine Struktur auszudenken. Man muss, das war jetzt wieder was Neues. Wir haben die Übungsblätter ja immer so gestaltet, dass man jedes Mal ein bisschen oder zumindest gegen Ende so ein bisschen anders rangeht. Und das war jetzt bisher das Freieste von allen. Überhaupt keine Vorgaben. Sie sollen sich ausdenken, wie man überhaupt in welche Dateien, welche Klassen, ohne es zu implementieren. Das ist natürlich schon anspruchsvoll. Eine Sache sollten Sie implementieren. Das hatten doch einige gemacht. Das Blatt war gut. Ich bin schon relativ weit im Projekt. Ich hatte dieses Wochenende schon ziemlich viel Zeit und habe daher schon mal ein funktionierendes Spiel geschrieben. Es gab noch so ein paar Kommentare, die haben dann gesagt, ach, wenn ich schon mal dabei bin. Ich meine, es ist vom Aufwand überschaubar. Also man braucht jetzt nicht wochenlang, um da zu was zu kommen, das funktioniert. Und manche haben das gemerkt und gesagt, naja, dann implementiere ich doch gleich schon mal ein bisschen mehr. Das war natürlich völlig in Ordnung. Erstaunlich, wie schwierig es ist, sich ein Design mit Klassen und Methoden auszudenken, ohne die Funktionalitäten zu testen. Ne? Also so, ich schreibe das erstmal hin, ohne was zu implementieren. Dann hat man nicht so diese Feedback-Schleife, das haben doch viele geschrieben. Ich finde die Wahl des Projekts super. Tetris kennt jeder und alle kennen die Regeln, im Gegensatz zu Schach. Da sehen wir gleich auch noch was zu. Das Projekt macht voll viel Spaß, auch wenn ich etwas zu viel zu Recherchezwecken Tetris spiele. Genau, zu Recherchezwecken. Schach, gab es noch eine Frage? Schach ist in meinen Augen kein Spiel. Wir hatten ja eine Umfrage dazu. Schach oder Tetris, das war ja doch relativ klar, auch bei den Tutoren haben wir dieselbe Umfrage gemacht, also 2/3 zu 1/3, deswegen haben wir Tetris genommen. Schach ist in meinen Augen kein Spiel, es ist geistig anstrengend, braucht Vorwissen und man sitzt nur rum. Genau, also kein Spiel in dem Sinne, kann man so sehen. Ich kann es spielen, macht mir besonders Spaß bis zu dem Punkt, an dem ich zu oft zu leicht verliere, das kennen wir alle. Ich brauche immer sehr lange, um den besten Zug zu finden.
I play Chinese chess, don't really play European chess. Es gibt nicht nur das klassische Schach, also in China, kann es gerade nicht aussprechen, gibt es so ein ähnliches Spiel, aber mit anderen Regeln. Und es gibt noch so ein paar Varianten, auch in Indien gibt es so eine Schachvariante, aber so, das hat sich halt durchgesetzt, was man so kennt, wird wohl weltweit am meisten gespielt. Ich bevorzuge taktische Spiele, die noch nicht so erkundet wurden, um mein Ego oben und den Elo unten zu behalten. Spiele hin und wieder Schach, aber mein Elo ist Privatsache. Die meisten haben uns trotzdem mitgeteilt, war ganz interessant. Range war so, das hier war, glaube ich, das Maximum, was jemand angegeben hat. Bullet ist extrem wenig Zeit. Ist Bullet eine Minute? Ja, also Bullet ist wirklich einfach nur Reflex, zack, 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 ja. Rapid ist, was ist Rapid, 3 oder 10 Minuten. Das ist schon nicht schlecht, da muss man schon ein bisschen spielen und auch Vorwissen haben, Eröffnungen, bla bla und so weiter. So, jetzt zu den Evaluationsergebnissen. Das ist, glaube ich, Rekord. Es sind noch 200 Leute dabei im Hissin One, 230 Anmeldungen oder so. Das ist ziemlich viel, auch deutlich mehr Arbeit für uns. Das waren also hier 30 mehr als vor 2 Jahren. Wir halten die ja alle 2 Jahre, jetzt im Wechsel mit Armin Biere. 182 Leute haben der Evaluation teilgenommen. Wir haben, wenn das mir irgendjemand im Nachgang schreiben kann, wir hatten sonst immer mehr Leute aus der Mathematik, diesmal weniger. Aus der Physik haben wir auch immer welche, da kann man das ja als Nebenfach wählen. Würde mich interessieren, warum. Ich meine, die können natürlich machen, was sie wollen. Aber es waren immer mehr, würde mich einfach interessieren. Die meisten natürlich Info, ESE hat es ja auch im Pflichtprogramm. Genau, 107 Nominierungen für den Lehrpreis. Herzlichen Dank dafür. Also Sie können das, ich schreibe es hier schon mal hin und ich zeige es erstmal. Man kann hier gibt es jetzt diesen Link, Ergebnisse der offiziellen Evaluation, so machen wir das immer. Das ist jetzt eine eigene Seite nur für die Evaluation, die fängt an mit nochmal Statistik. Wir machen das immer super transparent bis hin zu dem, das ist, was wir kriegen, wenn die Evaluation abgelaufen ist. Das kam genau Sonntag Mitternacht. Da kommen die ganzen Statistiken und alle Freitextkommentare. Sie sehen, das sind 25 Seiten allein für die Veranstaltung. Sie haben sehr viel geschrieben, darum hatten wir auch gebeten und das ist super gut. Und super interessant für uns. Also erst nochmal vielen Dank dafür, das ist wirklich wertvoll. Auch das Lob, ist ja auch gut zu wissen, was ankommt. Vor allem gab es sehr viel und sehr großes Lob. Auch nochmal Lob für Sie, habe ich ja schon gesagt. Ich finde, Sie waren sehr angenehmes und auch freundliches Publikum. Das ist nicht immer so. Ich hatte das schon gesagt, das variiert relativ stark. Manchmal hat man so einen miesepetrigen Jahrgang, manchmal hat man einen total ruhigen Jahrgang. Die sagen dann gar nichts, ganze Semester. Und dann sind sie am Ende doch ganz zufrieden. Sie waren jetzt so sehr aktiv, freundlich und ja, aktiv. Fand ich wirklich angenehm. Vielen Dank. Ein bisschen Kritik gibt es natürlich auch immer bei so vielen Leuten. So eine Mischung aus allem, dazu gibt es auch 2 Folien. Wie gesagt, alles zusammengefasst bis hin zu, das ist für uns interessant, aber vielleicht auch für Sie. Ich scroll hier nochmal durch, das gehen wir jetzt natürlich nicht durch. Das ist richtig viel Text, macht aber, glaube ich, Spaß, das einfach auch quer zu lesen, einfach mal zu gucken. Und hier auch, diese Fragen sind neu, Feedback zu Johannes, Feedback zu den Tutoren. Das ist auch für die Tutoren sehr interessant. Die haben sich ja sehr viel Mühe gegeben, zu wissen, wie das ankommt. Ich sag mal kurz, was wir so über die Jahre verbessert haben. Nicht? Halt diese Vorlesung. Also ich habe das ja eingeführt, als ich hier vor 2009 hingekommen bin. Da gab es vorher keine wirkliche fortgeschrittenere Programmierausbildung. Es gab nur die Einführung und dann nichts. Dann wurde so erwartet, dass man das im Wesentlichen parallel lernt. Also eine eigene fortgeschrittene Programmierung gibt es erst seit 2010 und auch mit 6 ECTS dann auch erst später. Die hatte vorher noch viel weniger ECTS. Und hat sich über die Jahre sehr viel getan. Ja, also wir entwickeln die immer stark weiter. Ich gehe mal von kürzlich zu ein bisschen länger her. Copilot habe ich diesmal ein bisschen benutzt. Ne? Live-Coding finden die meisten gut, aber es kostet natürlich auch Zeit. Und manchmal kostet einfach nur das Tippen Zeit, obwohl einfach klar ist, was man benutzt.
Da gab es auch ein bisschen Feedback zu, muss man aufpassen, dass nicht zu viel dasteht, so einen guten Trade-off finden zwischen sinnvoller Zeitersparnis und zu viel auf einmal. Was alle immer sagen, das kennen wir schon, das machen ja andere Vorlesungen so, man kriegt so eine Folie und da stehen dann 20 Zeilen Code. Das ist nichts, ne? Das kann man überhaupt nicht verarbeiten. Live-Coden ist schon ziemlich cool, ist natürlich nicht ganz einfach, aber ist schon spannend. Man muss aufpassen, dass man nicht die meiste Zeit aufs Tippen wartet. Das machen wir jetzt seit 2 Jahren. Also das sind so Sachen, hoffe, das fällt Ihnen noch auf. Das ist ja auch nicht überall an der Uni so. Sie können in Präsenz kommen, Sie können über Zoom teilnehmen. Es gibt einen Live-Chat, der auch unterstützt wird von Johannes, manchmal von mir. Es gibt Aufzeichnungen, also 4 verschiedene Modi, die werden auch alle benutzt, dieser Vorlesung zu folgen und die wir auch alle voll supporten. Das gibt es, glaube ich, nicht so oft an der Uni. Eine Pause, revolutionäre Erfindung. Ja, es gab das Feuer, das Rad, Dampfmaschine, Internet, Pause. Das waren, glaube ich, denke ich, so die größten Errungenschaften der Menschheit. War, glaube ich, ganz gut, haben wir früher nicht gemacht. Plagiat ist immer so ein leidiges Thema. Da haben wir viel ausprobiert über die Jahre. Ich glaube, inzwischen haben wir einen ganz guten Umgang damit gefunden. Ich sage das einmal am Anfang, dann sind alle ein bisschen eingeschüchtert. Das ist auch gut, einfach klar, darf man nicht. Das sind die Regeln. Es hat starke Konsequenzen und dann hat es halt die Konsequenzen im Hintergrund. Aber wir reden da nicht jedes Mal wieder drüber. Das funktioniert wirklich gut. Leider gibt es immer ein paar, die es dann trotzdem machen. Aber durch diesen geschickteren Umgang heißt auch, dass es deutlich zurückgegangen ist. Also wenn man das nicht macht, das sind wirklich sehr viele, die denken, ja, wird ja eh nicht geprüft. Also in dem Moment, wo man das prüft, dass man sagt, hier ist die rote Linie, es hat Konsequenzen, dann machen es auch nur noch sehr wenige. Also bin ich sehr zufrieden mit. Zeitstempel bei den Videos macht Johannes, gibt es auch seit 4 Jahren jetzt. Das ist noch ganz wichtig. Es gibt ja mal Feedback zur Zeit, wir haben ja 2 Stunden. Früher habe ich das immer perfekt in 1,5 Stunden getimt. Das kann man schon machen, aber das kostet schon auch was. Ja? Dann kommen Fragen, dann kommt was Interessantes und dann macht man halt so über bestimmte Stellen, oh, ist jetzt interessant, so husch, husch. Ja? Klar, dann ist das 1,5 Stunden. Ja, so Fernsehen und YouTube ist ja auch ganz oft so. Ne? Das ist dann 10 Minuten, 20 Minuten, einfach damit es schnell ist, dass man es so wegkonsumieren kann. Fürs Verständnis ist das nicht gut. Also ich halte viel von den 2 Stunden, auch wenn es da manche Kritik immer gibt. Länger sollte es nicht sein, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber so 1,5 Stunden und dann ist der Preis, dass man mal so Sachen so ja, unter den Teppich kehrt, finde ich nicht gut. Ich finde so deutlich besser und die meisten glaube ich auch, nicht alle. Es gibt immer, also auch die Folien, da tut sich immer noch erstaunlich viel. Und was wir schon immer machen und auch jedes Semester, dieses Feintuning zwischen die Übungsblätter soll natürlich machbar sein. Sie sollen aber was lernen und sie soll realistisch sein, nicht irgend so was, wo man sich fragt, warum soll ich denn das jetzt machen? Das kann man nicht alles 3 auf 100% machen, sondern das ist so ein Trade-off, ja. Also realistisch und spannend und man lernt eine Menge und dann immer der Aufwand immer gleich, da muss man halt, also ist schon schwierig. Jetzt ganz kurz die wesentlichen Noten und Kommentare, nur dass Sie das so sehen. Entwicklung über die Jahre, Vergleich mit dem Gesamtschnitt der Informatik. Wir kriegen auch immer die Gesamtergebnisse für die gesamte Informatik zum Vergleichen. Viel gelernt, das sieht so aus. Ich zeige mal, wir hatten so einen Einbruch vor 2 Jahren, den wir nicht so richtig verstanden haben. 2022 war irgendwie so ein schlechter Jahrgang oder ein schwieriger, so wie beim Weinbau. Ich weiß nicht, hat da die Sonne zu wenig, zu viel geschienen? Irgendwas war in der Schule, wir wissen das auch immer nicht so. Ne? Warum ist so der eine Jahrgang so, der andere so? Hier sieht man, ne, das ist jetzt viel gelernt, schauen wir uns nur mal das an. Sie können das ja im Nachgang noch anschauen. Dieses Jahr wieder auf dem Niveau von vor 4 Jahren, zwischendurch deutlich runter. Wir wissen nicht so wirklich, warum. Verständlich, also hier hat man auch Variationen. Ist auch schwer zu sagen, ob diese 10% mehr oder weniger wirklich was bedeuten. Ein bisschen Variation ist immer. Auf jeden Fall hohes Niveau und eher noch besser dieses Jahr, auch weil Sie so freundlich waren. Qualität insgesamt auch. Also gut und sehr gut ist natürlich auch oft, für manche gibt es halt gut, sehr gut nicht, das ist gut die beste Note.
Genau, also das sind sehr gute Ergebnisse. Schauen Sie sich gerne die Freitextkommentare an. Niveau und Aufwand. Niveau, wie schwierig war es? Aufwand, wie viel Arbeit war es? Hier sehen wir den Vergleich zu Informatik aktuell. Also da sind wir relativ normal. Ja, also das so ist, sollte es genau sein. Ja, wenn jetzt viele Leute sagen, es war eher einfach, dann ist es wahrscheinlich zu einfach. Also so ist schon genau richtig. Zu hoch heißt, das ist too much, das sind wenige Prozent. Also das sind gute Zahlen, würde ich sagen. Das ist auch so für die Gesamtinformatik wichtig zu sehen. Aufwand, auch normal, wie man sieht. Also relativ on par mit dem, nee, das stimmt nicht ganz. Bisschen mehr Aufwand als, genau, als die Gesamtinformatik. Sieht man hier normal etwas weniger, das etwas mehr. Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass das ist eine Grundvorlesung, die sind einfach oft ein bisschen mehr Arbeit und es gibt keine Klausur, das heißt die Arbeit ist im Semester. Sie haben ja jetzt ihre Ruhe nach dem Projekt, also deswegen halte ich das auch für gute Zahlen. Wie beurteilen Sie die Übung? Die Frage gibt es, ist neu, auch besser als der komische Jahrgang zwei Jahre vor Ihnen. Deutlich besser als Durchschnitt der Informatik, also andere Vorlesungen haben da offenbar Probleme. Ja, Übungsblätter wurden sehr gelobt und realitätsnah, gute Abstimmung. Aufwand würde schwanken, wurde kritisiert, dazu sage ich noch was. Wir hatten 10 Tutoren, eine am Anfang, eine Person ist dann krankheitsbedingt weggegangen, da gab es Kritik, sogar relativ starke Kritik. War dann aber weg. Die anderen 10 wurden noch sehr stark gelobt. Also es ist auch schön für die Tutoren, das im Feedback zu sehen. Viele von Ihnen haben geschrieben, vielen Dank. Sie kriegen ja quasi eine 1:1-Betreuung. Nicht selbstverständlich. Und das hat vielen sehr gefallen. Und ich denke, gerade fürs Programmieren ist das wichtig, dass man, Sie kriegen hier von mir so allgemeine Tipps und Inspirationen und dann im 1:1 kriegt man dann auch nochmal Feedback. Ah, Johannes war, gut, das ist jetzt nicht animiert, da ist Johannes. Johannes war der Assistent. Johannes hat wahnsinnig viel im Hintergrund gemacht. Übungsblätter, Musterlösung, Tutorentreffen. Wir treffen uns einmal die Woche, um alles zu besprechen, gerade auch Ihr Feedback für das Feintuning von Jahr zu Jahr. Fragen auf dem Forum beantwortet, Zeitstempel, Plagiatscheck, davon kriegen Sie nichts mit, aber im Hintergrund checken wir fleißig und kriegen das auch leider manchmal raus. Alles, Fragen, Sorgen aller Art. Johannes und ich haben die Vorlesung im Sommersemester 22 sehr stark überarbeitet und C++-mäßig, das hatte ich ja mal kurz erzählt. Da ist ja im C++-Standard viel passiert vor 10 Jahren. Also quasi eine neue Sprache geworden. Johannes kennt sich da extrem gut aus, besser als ich. Und dieses Jahr haben wir das fortgesetzt. Also vor 2 Jahren war es mega viel Arbeit, weil wir sehr viel neu gemacht haben. Dieses Jahr war dann noch das Feintuning. Das hat sehr gut funktioniert. Johannes hat auch 2 Vorlesungen gehalten, da konnte ich nicht. Feedback dazu war sehr gut. Also Johannes, herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Dankeschön. Genau, und auch von. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen nochmal. Materialien und Support, Nutzen und Qualität der Lehrmaterialien, die Frage ist auch neu. Auch da wundere mich, dass, also ich meine, das ist ja ein ziemliches Serviceangebot, was wir bieten. Vielleicht ist die Frage nicht ganz klar, ich verstehe nicht ganz, aber auch im Vergleich zur Durchschnitt der Informatik deutlich besser. Also gibt es offenbar Vorlesungen, wo das nicht so gut ist. Ja, diese 18% für die anderen Vorlesungen, für manche andere sollte man wohl was ändern. Service rund um die Lehrveranstaltung, auch gut bewertet, auch deutlich besser als im Durchschnitt der Informatik. Hier ist Frank und auch Alexander, wenn er das schneidet, wir haben einen professionellen Videoschnitt immer, sehen Sie ja die meisten, und Frank für die Technik, dass das alles so reibungslos funktioniert. Das ist auch nicht selbstverständlich, dies Jahr überhaupt keine Probleme. Frank, vielen Dank auch nochmal an dich. Gerne. Genau. Also wenn es funktioniert, ist ja wie bei IT-Support so, dann merkt man es nicht. Wenn es nicht funktioniert, das merkt man.
auch beim Schnitt und so. Schnitt war auch immer da, jeden Dienstagabend. Das sind alles so kleine Sachen, die sind nicht selbstverständlich. Man merkt sie nicht, wenn es funktioniert, aber man muss das halt alles machen. Jetzt noch drei Folien und dann machen wir weiter im Programm. Wunsch nach einem Tutorat. Das ist so ein interessantes Thema, dass ich, da geht es gar nicht so sehr um den Wunsch, da geht es mehr um die Psychologie der Menschen. Und das möchte ich Ihnen kurz in einer Minute darlegen, weil das einfach spannend ist. So, gibt es so ein paar Themen, die hat man dann auch im gesellschaftlichen Kontext, Politik und so weiter. Hören Sie zu. Also wir hören das immer wieder. Ja, auch jetzt wieder im Feedback. Lesen Sie sich durch. Ah, es wäre schön gewesen, ein Tutorat zu haben, ein wöchentliches Möglichkeit mit dem Tutor zu treffen und so. Ich sage Ihnen jetzt, was wir, und wir nehmen das wirklich sehr ernst, alles, was Sie schreiben, aber es gibt so einen Unterschied zwischen sehr ernst nehmen und für bare Münze nehmen. Ja? Nur weil jemand irgendwas kritisiert, heißt das nicht, das müssen wir jetzt so machen. Ja? Dann pendelt man immer hin und her und macht so, dann wieder so. Ja? Ernst nehmen und dann überlegen, okay, was ist die Konsequenz darauf? Wir haben wirklich alles probiert. Sagen Sie mir, wenn da irgendwas dabei ist, was wir noch nicht probiert haben, was Ihrer Meinung nach funktionieren könnte. Ein wöchentliches Tutorat hatten wir schon, klassisches Tutorat. Am Anfang Fragestunden, mehrere, beziehungsweise wir hatten auch schon das ganze Semester Fragestunden, steht hier gar nicht. Ja? Man kann kommen, Fragen stellen. Wir hatten schon individuelle Treffen mit dem Tutor oder der Tutorin, wäre diesmal auch möglich gewesen, also mehrere. Was wir zuletzt hatten, wir haben mit viel Aufwand ein Termintool geschrieben, da konnte man einfach auf die Webseite gehen, klicken und dann hat man 10 Minuten oder längere Slots mit seinem Tutor oder seiner Tutorin gehabt. Also wirklich barrierefreier geht es nicht aus unserer Sicht. Für die, die, oh, ich will keine Mail schreiben und so, habe ein Problem damit, man geht auf eine Webseite, klickt und dann hat man einen Termin. Das Ergebnis ist bei allem, was wir probiert haben, immer dasselbe. Individuelle Termine, das Termintool wird einfach nicht benutzt, es gibt das, wir weisen darauf hin, das macht dann keiner. Wenn es das nicht gibt, sagen die Leute, es wäre sehr schön, wenn man so individuelle Termine vereinbaren könnte. Es benutzt einfach keiner, obwohl der Wunsch geäußert wird, wenn es dann da ist, benutzt es keiner. Wenn man Termine macht in einer Gruppe, da kommen alle und keiner fragt was. Bei den Fragestunden, bei den Tutoraten, Leute sagen, das hätte ich gerne, das bringt mir total viel, man bietet es an, es kommen relativ wenig Leute und die, die kommen, fragen nichts. Hören sich dann einfach nochmal was an, was nichts bringt. Ich sage Ihnen aus 35 Jahren Lehrerfahrung jetzt, das bringt überhaupt nichts. Also das sage ich mit großer Überzeugung, sich irgendwo reinsetzen, passiv zuhören, in der Hoffnung, da entsteht noch irgendwas. Ja? Und wenn das auch noch über Zoom ist oder sonst, dann macht man nebenher noch drei andere Sachen. Das ist so ein Wunschdenken. Ich gehe jetzt ins Tutorat und lass mich da berieseln. Genauso wie auch gut gemachte Videos auf YouTube, das habe ich diesmal gar nicht so viel gesagt, wenn man das einfach so an sich vorbeigehen lässt, das ist pure Unterhaltung, da bleibt nichts hängen. Das Schlimmste sind natürlich Reels und Shorts irgendwie, können Sie 2 Stunden schauen, selbst wenn es Science-related ist, davon bleibt nichts hängen, außer ein besonders guter Witz vielleicht oder so. Wissensmäßig, Sie müssen selber aktiv sein, mindestens mal Fragen stellen und es eigentlich selber machen. Also, ja, und da sind wir einfach evidenzbasiert, ja, der Wunsch kommt immer, aber also nur, das ist ein reines Placebo, das dann anzubieten. Ja, man bietet es an, nur damit die Leute nicht sagen können, oh, das gibt's ja gar nicht. Vielen Dank, Frank. So, das dazu, hier noch ein paar, das wollte ich jetzt eigentlich animieren, gucken Sie kurz weg, das weiß ich jetzt nicht ganz. Ein paar Perlen der Kritik, Start und Klick. Genau, die Vorlesung war kaum zu gebrauchen für das Lösen der Übungsblätter. Also es gibt immer, davon hatten wir aber jetzt wenige, das ist so ein jahrgangsspezifische Sachen. Ist ja auch wie in der Gesellschaft, gibt so ein paar wenige Leute, und ich glaube, die können auch so eine Gesamtatmosphäre. Ich meine, klar, da steckt dann irgendwas dahinter. Die Leute haben ja auch so ein Leben, vielleicht geht es ihnen nicht gut. Vorlesung war kaum zu gebrauchen für das Lösen der Übungsblätter. Man muss sagen, das sind jetzt so vereinzelte Sachen. Die Übungsblätter waren wahnsinnig unverständlich. Nicht auf NeoVim und Linux begrenzen, da das veraltet ist.
Steile These, Linux veraltet. Genau, ich sage auch gleich noch was dazu. Ich fand es am Anfang nicht schön, dass uns NVIM als Musste unbedingt benutzen angepriesen wurde. Das kam zwei, dreimal. Da bitte ich doch um einen Hinweis, weil aus meiner Sicht, aber vielleicht erinnere ich das falsch, habe ich gesagt, ich benutze NeoVim, Sie können benutzen, was Sie wollen, irgendeinen Texteditor. Ich meine, ich hätte das gesagt. Ich verstehe nicht ganz, wie und wo das rübergekommen ist. Sie haben eine... Ich dachte, Sie hätten gesagt, ja? Es wird, also dass uns schon empfohlen ist, wir sollen NVIM benutzen, aber dass wir es nicht müssen. Empfohlen? Ja, das ist schon so, also vielleicht erinnere ich mich auch mal drüber. Ich dachte schon, dass so, Sie meinten, es wäre für uns einfacher, eigentlich das mit NVIM und BSL zu machen, als anders. Okay, auf jeden Fall haben wir gehört, weil das einige Leute geschrieben haben. Ich dachte, also wie es sein sollte, ist, ich benutze NVIM, Sie können irgendeinen einfachen Editor benutzen. Ja, Sie müssen Makefile und so abgeben, das ist klar, den Low-Level halten wir für wichtig, aber ein Programm ist einfach eine Textdatei und welches Tool Sie da benutzen, ist vollkommen Ihnen überlassen. Also mit NVIM, klar. Also NeoVim ist auch, ja, benutzen sehr viele Leute auch zum professionellen Entwickeln. Es ist ja so eine IDE-artig, genau. Aber es kommt gleich noch eine Folie, was wir beim nächsten Mal besser machen, das haben wir auf jeden Fall gehört. Das Forum hat leider, das ist ältere Software, genau, da hat so einige Kings. Bei Zusatzaufgaben wurde man dafür bestraft, wenn man keinen Test dafür geschrieben hat. Das ist... Gab es so ein paar solche Kritikpunkte, da wundere ich mich ein bisschen, dass Sie das nicht vorher gesagt haben, weil das sollte definitiv nicht so sein. Es gab ja manchmal, hier, dafür kriegt man volle Punktzahl, jetzt können Sie noch das und das und das machen, und dass man dann Punkte dafür abgezogen kriegt, wenn man zusätzlich was gemacht hat, ohne den Test dafür zu schreiben, sollte definitiv nicht so sein. Gut, nützt jetzt für Sie nichts mehr. Aber es gibt so Sachen, wo man denkt, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Hätte man sofort abstellen können. Ja, auch immer noch, genau. Also es gibt so manchmal Sachen, das war aber bei Ihnen auch wenige. Da gibt es auch so Spezialjahrgänge. Ich meine, Sie können jede Woche Zwischenfeedback geben. Sie haben das sehr wenig gemacht, bei manchen Jahrgängen sehr stark. Das kommt dann am Ende, was man alles hätte machen sollen, wo man sich gefragt hat, ja, hättest du mal gesagt, in Woche 1 hätten wir es geändert. Das kam jetzt sehr wenig, das ist so ein Beispiel. Also das war so teils von merkwürdig, gibt immer so ein paar spezielle Kommentare. Manche waren vielleicht war das hier auch sarkastisch, Linux veraltet oder eine besondere Art von Humor. Insgesamt aber vor allem Lob. Schauen Sie es gerne an, es steht alles auf dem Wiki. Ja? Wir zensieren nichts. Jetzt, wir halten die Vorlesung alle 2 Jahre. Diese Folie ist auch für uns sehr wichtig. Wenn was Wichtiges fehlt, sagen Sie es uns bitte jetzt oder im Nachgang. Die Dauer der Vorlesung reduzieren. Das Blaue ist sehr klein, können Sie jetzt vielleicht nicht lesen. Ich sage es nur um das einfach nochmal gesagt zu haben, damit das klar ist. Klar, ich kann das 1,5 Stunden machen, immer. Das haben wir auch früher gemacht. Aber wenn man haben will, abgeschlossenes Thema, das finden die meisten sehr gut. Ne? Es gibt ja einige Kollegen, die machen einfach, die Zeit ist rum, nächste Woche geht's weiter. Das geht immer auf Kosten von Abstimmung mit den Übungsblättern und so. Dann ist man halt immer irgendwo mittendrin. Ein Thema pro Woche, und es gibt halt manche Themen, die sind ein bisschen größer, manche ein bisschen kleiner. Live-Coding, dann passieren interessante Sachen, dann gibt es Fragen aus dem Publikum. Und man will die Sachen einfach erklären und nicht rüberhuschen. Ja? Also es ist auch wirklich psychologisch interessant. Das Feedback, als ich das noch 1,5 Stunden gemacht habe, war immer super. Aber wenn man die Videos dann anguckt, wenn ich sie jetzt anschaue, dann sind da öfter mal Sachen, die sind nicht richtig erklärt oder sogar falsch. Aber das fällt dann nicht auf. Das merkt man vielleicht dann 2 Jahre später. Das heißt, es gibt Sachen, die sind eigentlich nicht gut, dafür gibt es aber keine Kritik. Und ich glaube, das muss man dann einfach akzeptieren, dass dann manche nicht so happy sind mit der Zeit. Wie auch in YouTube-Video. Ne? Wenn Sie so das typische Erklärvideos, da gibt es ja sehr viel, 20 Minuten, es geht viel zu schnell, um zu merken, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Merken Sie gar nicht. Ja? Das sind so Aussagen, vielleicht, wenn man super aufpasst, Moment, stimmt das jetzt überhaupt? Sie haben ja gar keine Zeit, das zu verarbeiten. Schupp, ist man schon wieder beim Nächsten. Ja?
Und das halte ich nicht für gut. Dann ist zwar die Zeit begrenzt, aber also insofern nicht so einfach. Trotzdem, länger als 2 Stunden soll es nicht dauern. Das ist erfahrungswert, so war ja auch immer unser Ziel, kurz vor 16 Uhr. Und das werde ich versuchen, 100% einzuhalten. Ist aber nicht ganz einfach. Der schwankende Aufwand wird öfter kritisiert. Wir finden es eigentlich ganz gut. Ich glaube nicht, dass wir das ändern. Schauen Sie, ganz am Anfang sind die Übungsblätter sehr einfach. Also das ist ja Absicht. Ne? Man fängt an, sollen wir da gleich ein riesiges Übungsblatt machen? Wir finden es ganz gut, auch psychologisch. Dann kommt mal zwischendurch ein sehr einfaches. Was wir auch inzwischen machen, ich sage es vorher, ich sage in der Vorlesung, das ist jetzt nicht so viel Arbeit, das wird jetzt wieder etwas mehr Arbeit. Ich finde das eigentlich gut, auch didaktisch gut, auch ne, Leben ist ja auch so, mal scheint die Sonne, mal nicht so. Offenbar ist es wichtig, psychologisch die Pause immer zur selben Zeit zu machen. Menschen sind so, wenn man dann sagt, in 10 Minuten, dann dauert es eine Viertelstunde, dann werden manche ganz kribbelig. Stimmt auch. Ich denke, das kann man einfach machen. Wir machen einfach die Pause in der Vorlesung, dann macht man sie halt mittendrin, danach geht's weiter. Sind ja nur 5 Minuten. Also eine Vorlesung mittendrin aufzuhören, halte ich nichts von, eine Pause zu machen schon. GitHub Classroom, wir benutzen ja immer noch SVN und Daphne, wir haben das schon öfter angeschaut. Ja, es hat zwar einen netten Namen, es ist GitHub, aber bisher, es ist auch sehr einfach. Viele Sachen, die wir anbieten, gehen da nicht so gut. Irgendwann werden wir es versuchen, aber bisher war es noch nicht gut. Live-Coding, das hatte ich schon gesagt, ja, wir machen es auch heute nochmal. So ein Trade-off zwischen, man wartet aufs Tippen und es geht zu schnell. Das Thema hatten wir gerade, also NeoVim ist absolut kein Muss. Jetzt steht's hier, werden wir das nächste Mal drauf achten. macOS, das ist so ein Thema, es gibt aus irgendeinem Grund, da sieht man auch irgendwie den Marktanteil von macOS, der scheint stark zu steigen. Also vor ein paar Jahren, klar, dass man einen Mac hat, das war noch nie was Besonderes, aber dass man entwickelt auf Mac, sehen wir auch in unserer sonstigen Arbeit immer mehr Leute, die wirklich Software, also auch entwicklungsmäßig auf Mac haben. Akzeptieren wir jetzt, das ist natürlich noch eine Plattform, die man dann unterstützen muss, auch für uns viel Arbeit, Linux, Windows, Mac, aber es gibt offenbar immer mehr Leute, die das auch zum Entwickeln benutzen. Genau, und es funktioniert ja das Allermeiste schon sehr gut, um das einfach nochmal zu sagen, abschließend, Sachen auf so einem hohen Level zu halten, ist auch schon ziemlich schwierig. Kein Selbstläufer, ist nicht, dass ich hier in 2 Jahren einfach das wieder abspule. Also ist ziemlich schwer, das Niveau zu halten. Gut. Und jetzt gehen wir noch kurz zum Projekt. Und gerne, wenn Sie dazu jetzt oder im Nachgang noch irgendwas sagen wollen, da waren ja so ein paar Fragen dabei, sehr gerne. Das geht jetzt ganz schnell, weil es da nicht wirklich was Neues gibt. Einfach nochmal die wesentlichen Infos. Das ist die Deadline, also bis zum 30. Juli. Bitte versuchen Sie es bis dahin zu machen. Sie haben es dann auch weg vom Tisch. Das steht hier gar nicht explizit. Nächste Woche ist ja noch Vorlesung, aber nicht bei uns. Ne? Das ist die letzte Vorlesung. Also Sie haben da auch quasi schon die ganze Woche, was Sie sonst für C++ hätten machen sollen, können Sie jetzt fürs Projekt machen. Gerne, manche machen es jetzt schon, wenn sie früher sind. Ihr Tutor, Ihre Tutorin freut sich, wenn nicht alles auf einmal kommt, kurze Mail und sagen, ich bin fertig, kann es jetzt korrigieren. Ja, manche sind jetzt schon fast fertig, nicht viele, aber doch einige. Wir verstehen das, wenn manche sagen, okay, ich habe jetzt zwar noch eine Woche, aber ich habe hier irgendwie 5 Klausuren, da gibt es wirklich manche, ich will mich jetzt auf die Klausuren konzentrieren, aber bitte mit einer Begründung, nicht nur, ja, wir wollen jetzt nicht Prokrastination unterstützen, so, es gibt ja einfach Leute, die unangenehme Sachen oder im Kopf unangenehm, es ist ja dann vielleicht gar nicht unangenehm, nach hinten schieben. Deswegen schreiben Sie eine Begründung, wenn die Begründung akzeptabel ist, dann einfach sagen, ich möchte es später abgeben. Aber das müssen Sie jetzt in der nächsten Woche entscheiden oder möglichst bald. Es gibt ein Unterforum für Fragen. Bitte, wenn im Unterforum in einem Tag keine Antwort kommt, ist ja jetzt Urlaubszeit und so, einfach mal eine Mail schreiben können Sie dann, bitte. Wenn man das Projekt nach den Klausuren macht, ist das ja. Ja, genau.
Eine gute Frage, also wenn man das Projekt später macht, ist das Forum dann noch erreichbar? Ist es, aber dann sind mal Leute nicht da, die Tutoren, ich oder Johannes im Urlaub oder auf Konferenzreise. Deswegen, wenn dann einen Tag lang keine Antwort kommt, gerne eine Mail schreiben. Also sonst bitte keine Mail schreiben, sondern im Forum, aber wenn es da einen Tag rumliegt, also innerhalb eines Tages sollten die Sachen eigentlich beantwortet werden, weil sonst nervt es, wenn man länger auf die Antwort wartet. Aber es wird, also wir kümmern uns drum. Auch nochmal, nichts Neues, es gibt 100 Punkte, man braucht die Hälfte der Punkte, um das nochmal klar zu sagen. Jeder kann das bestehen, ja, da ist nichts raussieben oder sonst was. Wenn Sie sich da dran setzen, irgendwas verstanden haben, sich ein bisschen Mühe geben, kriegen Sie die 50 Punkte. Sie haben jetzt schon für das 11. Übungsblatt, kriegt man relativ leicht 20 Punkte, einfach wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hat. Also keiner scheitert da, außer man macht es in der letzten Minute und rotzt irgendwas hin. Also das ist einfach nur, müssen sich einfach dran setzen, ja. Das wurde auch mehrfach gesagt, man braucht beides, sowohl die Punkte aus den Übungsblättern, da gab es 200 maximal, 100 davon, genau, und das habe ich gerade gesagt, da gab es schon 20 Punkte. Es gab nochmal Punkte für die Evaluation, auch nochmal geschenkt, also man muss sich schon anstrengen, um das nicht zu bestehen oder halt es völlig vernachlässigt haben. Also Sie können das Projekt nicht weglassen. Es steht hier auch nochmal. Gerne. Vielleicht ist das nicht so relevant für die anderen, aber bei mir wurden in Daphnis schon die 20 Punkte für diese Evaluation angerechnet. Ja. Für die Arbeitsblätter, aber ich habe nie 0 Punkte gehabt in dem Blatt. Die Frage war, es ist ja so, dass wir automatisch schauen, kriegen Sie 20 Punkte fürs schlechte Übungsblatt oder die das ersetzen oder plus 10 Punkte fürs Projekt. Und das wird in DAFNA automatisch berechnet und da das Projekt noch nicht korrigiert ist, wird es halt gerade noch da zugeschlagen. Aber sobald Sie dann Punkte fürs Projekt haben, kriegen Sie die da. Also da ist ein Algorithmus implementiert, ein wahnsinnig komplizierter, der das dann aufgrund der Punkte, die da stehen, macht. Das sehe ich doch richtig, oder? Dass es so ist, sobald da die Punkte fürs Projekt sind. Ach so, genau. Also es ist ein super... Da steht einfach, wenn in der Evaluationsphase 20 genau. Dass man die Evaluation gemacht hat und das vermerkt und wie genau, ob man da jetzt 13 Punkte oder 10 Punkte oder 20 dann im Endeffekt bekommt, auf was? Es sollte auf jeden Fall so sein, wie wir es gemacht haben. Wenn nicht, geben wir uns einfach Bescheid. Hat aber bisher immer funktioniert. Aber danke nochmal für den Hinweis. Es gibt diese, ich zeige es nochmal und auch wir haben minimal noch was geändert. Das fasse ich auch noch kurz zusammen. Es gibt diese Seite, genau. Johannes, hattest du das da zugeschrieben mit dem Testen von der Zeit? Das ist genau das. Ist genau das, okay. Genau, also es ist auf jeden Fall, ja, ist diese Seite, Spezifikation, da gehe ich jetzt nicht nochmal durch. Wir haben, da waren jetzt nicht wirklich Fehler drin oder so. Wir haben nochmal klar gemacht, das ist für das Spiel. Aber jetzt für das Programm gibt es ja auch Anforderungen und die sind hier nochmal erklärt auf einer eigenen Seite, damit die Seite nicht zu voll sind. Ja, wie wird die Punktzahl ermittelt? Um es mal an einem Beispiel zu sagen, hier sind drei Beispiele. Sie implementieren jetzt einfach nur die Hälfte der Anforderungen und dafür schreiben Sie aber alle Tests. Ja, dann kriegen Sie halt 50% für alles. Oder Sie machen alles, aber schreiben gar keine Tests. Also einfach die Frage, wie man aus diesem, was man gemacht hat und wie man es dann gemacht hat, die Punktzahl ermittelt, Details der Bewertung der Funktionalität. Okay, das ist mehr für uns, das brauchen Sie jetzt noch gar nicht so zu wissen. Weiß nicht genau, wenn wir das da hinschreiben, machen Sie es einfach. Ja? Wie viele Punkte ist mehr das Bewertungsschema für die Tutoren dann, wie viele Punkte kriegt man, wenn das Tetromino richtig fällt und so weiter. Aber daran sollen Sie sich jetzt nicht orientieren, ja? Schauen, okay, das muss ich implementieren, damit ich die 50 Punkte kriege. Also das ist jetzt da nochmal verlinkt. Sie sollen auch testen, dass die Geschwindigkeit stimmt und die Frage ist, wie testet man das, dass es wirklich mit ein Kästchen pro Sekunde fällt, steht jetzt einfach ein Absatz dazu, werde ich jetzt hier nicht erklären, zwei Links waren noch falsch. Also einfach, wenn Sie sich hierzu gefragt haben, da steht jetzt noch was dazu.
Ansonsten wurde alles schon gesagt, glaube ich. Es steht sehr detailliert da. Es gibt das Unterforum. Gibt es gerade noch irgendeine Frage zum Projekt? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann ist das relativ klar. Muss man das Spiel verlieren können? Okay, hier gibt es ein paar Fragen auf dem Forum. Wann können wir mit der Rückmeldung zum Ü11 rechnen? Das ist die erste Frage. Bis normal, so wie jedes Übungsblatt. Bis Freitag müssen Sie da Rückmeldung kriegen. Muss man das Spiel verlieren können? Okay, das heißt, das fehlt noch, Johannes, oder? Anschalten. Genau. Ja, man muss auch... Was passiert denn gerade bei dir, bei der Musterlösung, wenn man es verliert? Es hört auf, genau. Wir schreiben noch was dazu, genau. Danke für den Hinweis. Heißt das umgekehrt auch? Ja, genau, das stimmt. Wenn in Daphne bei der Evaluation keine Punkte stehen, obwohl Sie das gemacht haben, dann sagen Sie Ihrem Tutor oder Ihrer Tutorin Bescheid. Wir haben das eigentlich schon gecheckt, aber nicht bei allen. Genau. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Tutoren, die systematisch bei jemandem das eingetragen hat, den laufe ich nochmal hinterher. Genau, also bitte erst noch 2 Tage warten, sagt Johannes gerade, weil manche Tutoren noch nicht alles eingetragen haben und dann gerne, weil sonst kriegt die betreffende Person 20 Mails, obwohl sie es sowieso heute oder morgen macht. Kann man sich bei Problemen einfach an den Tutor oder die Tutorin wenden? Ja genau, Johannes hat es gerade auch geschrieben in den Chat, immer erst ins Forum. Ja? Also Fragen von allgemeinem Interesse, sonst kriegt man 20 Mal dieselbe Mail. Nur wenn es wirklich sehr individuelle Sachen sind. Ja genau, was wir natürlich jetzt nicht bieten können, hier ist schon mal mein halber Code, 1000 Zeilen, funktioniert noch nicht so richtig. Schau doch mal drüber, ob das schon zum Bestehen reicht oder so. Also den Service können wir jetzt nicht bieten, einfach ganz normal im Forum zu teilen, Fragen stellen. Gut, das waren jetzt ein paar Foren. Ja genau, alle Methoden testen, auch Mock Terminal Manager. Noch irgendwelche Fragen gerade, sonst machen wir weiter. So, jetzt müssen wir aufpassen mit der Pause. Ich würde vorschlagen, wir machen sie in genau 11 Minuten, damit Sie sich jetzt schon mal darauf einstellen können. In 11 Minuten gibt es Pause, egal wo wir da gerade sind. Ich lasse dann die Maus fallen und dann machen wir, mal gucken, ob ich mich daran halte, plus, minus, vielleicht nicht im Satz. 2 Sachen zeige ich Ihnen jetzt noch und dann Vorstellungen. Exceptions. Ich schreibe jetzt einfach mal ein bisschen Code, damit wir hier auch noch was machen und nicht nur labern. Genau, und ich schreibe mal Harmonic, wir berechnen mal das harmonische Mittel, mal gucken, wie das funktioniert. Divide to numbers schreibe ich mal, ich benutze mal jetzt hier eine Funktion, divide. Genau, einverstanden. Ich dividiere 2 Zahlen durcheinander, 2 Doubles. Ich weiß jetzt, compute the harmonic mean of 2 numbers. Schauen wir mal hier auch, was da kommt. Wunderbar, das ist das harmonische Mittel aus 2 Zahlen. Ja, es ist einfach 2 durch 1 durch x, 1 durch y. Ich hätte jetzt hier gerne x und y. Genau, das machen wir auch noch. X durch Y. Oh, das muss ich jetzt selber schreiben. Okay. Und hier hätte ich jetzt auch gern. Genau, schauen wir mal, was da kommt. Double, jetzt kommt auch X und Y. Das ist die Formel für den. Es geht mir hier darum, für das harmonische Mittel zwischen 2 Zahlen, das ist einfach eine Funktion, die Funktion da aufruft. Ja? Ich hätte das jetzt auch in eine Funktion schreiben können, das ist mir schon klar. Aber, und ich wollte es jetzt nicht vorbereiten, dass wir zumindest, und jetzt kommt hier die Main-Funktion und ich mache mal, ich habe hier argc, int argc, genau, char, Stern, Stern, argv, machen wir das mal hier, oh wow, da ist jetzt irgendwas passiert, genau, das ist hier meine Main-Function. Und jetzt machen wir einfach mal das übliche Pass the Command Line Arguments. Da warte ich gerade aus irgendeinem Grund.
drauf. Parse Command Line Arguments. Jetzt möchte ich gerne, wenn ich möchte, einfach zwei Zahlen angeben. Genau, so gebe ich das ein. Ich möchte das hier auf Standard Out. Was kommt da? Was habe ich hier nicht definiert? ArcC, ArcV, was ist denn der Fehler? Ich habe hier übrigens Language Server installiert, dann kriege ich die Fehlermeldung auch immer direkt da. Wir können es schon mal kompilieren, Clang++. Was wollen wir haben? Minus O, und das war Harmonic Mean. Harmonic Mean. Ich bin hier irgendwie falsch. Genau, ich muss hier in Vorlesung 12 gehen. Bin ich in Pub? Jawohl. Jawohl. Use of Undeclared Identifier. Okay, ich brauche IOStream da oben. Das war das. Include IOStream. Ich brauche immer eine Sekunde, um ins Tippen reinzukommen. Dann geht auch, was ich hier installiert habe, für die, die es interessiert, Language Server Protokoll, einfach, dass er beim Tippen gleich schon den Compiler laufen lässt, ist ganz nett. Ne? Sage ich jetzt nicht so viel zu, aber ist gar nicht so schwer. Wenn ich jetzt hier was mache, kriege ich sofort die Fehlermeldung. Also er lässt quasi den Compiler im Hintergrund laufen und sagt mir gerade, das jetzt, weil ich hier den Font so groß habe, ist es abgeschnitten. Aber ich sehe gleich beim Tippen, was los ist. Ziemlich nett, machen ja auch IDEs so. So, jetzt will ich hier meine beiden Double X, das erste, Double Y, das zweite, genau. Und jetzt mache ich hier mal... Genau, jetzt mache ich, will ich das einfach ausgeben. Standard C out, der Harmonic Mean of bla and bla ist das. Wunderbar. Das ist unser Programm. Ich hoffe, es ist klar, was es macht. Wir kompilieren es mal und führen es mal aus. Es will zwei Argumente haben. Was ist das harmonische Mittel aus 3 und 3, Ihrer Meinung nach? Harmonisches Mittel, 2 durch, also es ist, man nimmt das arithmetische Mittel der Kehrwerte und davon wieder den Kehrwert. Also ich nehme ein Drittel. Das, was ist das arithmetische Mittel von ein Drittel? Von ein Drittel und ein Drittel. Gut, ich warte mal ein bisschen, nur damit klar ist, was das harmonische Mittel ist. Vielleicht zeigen wir das kurz. Nicht, dass das Harmonic Mean. Oh, das ist aber, geht das auch einfacher? Ich wollte einfach nur, das ist jetzt schon gleich wieder die Verallgemeinerung von der Verallgemeinerung. Ja, also man nimmt die Kehrwerte davon das normale Mittel, also normale Mittel ist hoffentlich klar. Was ist das normale Mittel von 3 und 4? 3 und 5? Ja? Ja, von 3 und 5 ist 4, also die Zahl in der Mitte. Beim harmonischen Mittel nimmt man die Kehrwerte, davon das Arithmet, normale Mittel und dann wieder den Kehrwert. Also was ist das harmonische Mittel von 3 und 3? 3, ja. Also ein Drittel, davon zweimal ein Drittel, genau, ist also 3. Genau. Harmonische Mittel von 3 und 0? 0. Okay. Das überrascht mich jetzt, was da rauskommt. Mhm. Ah ja, okay. Ich wollte... Vielleicht mache ich hier mal int hin, oder? Result of... Machen wir das mal so. Ist auch nicht so wichtig. Ich kompiliere es mal nochmal. Geht mir gar nicht so gern, okay. Hier kommen jetzt komische Sachen raus. Ich teile durch 0. Ich gehe jetzt mal zu meinem Code zurück. Das ist auch gar nicht so wichtig, ist nur der Aufhänger, für was ich erklären will. Und zwar Exceptions. Ich komme an eine Stelle im Code, wo irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Ja, und ich kann jetzt eigentlich nicht mehr weitermachen. Warum man hier trotzdem weitermachen konnte, soll jetzt hier nicht das Thema sein. Irgendeine Datei wird gelesen, konnte nicht geöffnet werden. Ein Feld war leer, obwohl da eigentlich was drinstehen würde. Es wurde durch 0 geteilt und dann geht es eigentlich nicht richtig weiter. Ja?
Manchmal kann man sogar durch Null teilen, wenn man ein Double hat, dann ist durch Null teilen ist unendlich. Wenn man dann wieder durch unendlich teilt, ist wieder Null. Kann manchmal sogar funktionieren, aber vielleicht will man das sonderbehandeln. Was ist so die traditionelle Art, wenn Sie das jetzt machen würden, da würde man irgendwie so einen Error-Code haben. Die Funktion gibt dann vielleicht noch irgendeine Variable zurück, hat funktioniert oder die Datei konnte nicht geöffnet werden. Und dann muss man nach dem Aufruf, das zeige ich jetzt nicht, abprüfen. Okay, hat der Aufruf überhaupt funktioniert? Wenn nicht, Sonderfehlerbehandlung. Ja? Das, wenn man C-Code sieht, der macht das so. Das ist sehr einfach zu verstehen und funktioniert. Ja? Jede Funktion hat einfach immer noch eine Variable, die sagt, hat funktioniert oder nicht. Ist ziemlich umständlich in größeren Projekten, ist dann, ja, hat man sehr viel if und so weiter. Und das Gefährliche ist, man kann den Fehler dann einfach ignorieren. Ja? Man versteht es nicht so ganz, die Funktion gibt einen Error-Code zurück, egal, wird schon klappen. Und dann passieren unerwartete bis schlimme Dinge. Und was Exceptions machen, ist, ich kann einfach sagen, wenn hier was Unerwartetes passiert, die Datei konnte nicht geöffnet werden, hier mein Nenner ist null, dann sage ich, ich werfe eine Exception. Und das geht mit Throw. Und das haben wir bisher noch nicht gesehen. Und das mache ich jetzt hier mal. Und jetzt, das mache ich hier an der Stelle. Und ich mache mal wieder Double. Das ist mir jetzt hier egal, dass das auch so. If y gleich 0 mache ich jetzt, nee, ich will hier nicht R, sondern ich will jetzt hier haben Throw und ich will Standard Runtime Error. Genau, Division by 0. Ich sage jetzt, wenn y gleich 0 ist, dann werfe ich eine Exception. Ich sage einfach, hallo, hier ist was schiefgegangen. Und das ist jetzt ein ziemlich spannendes Konzept und das erklären wir kurz. 2 Minuten machen wir Pause. Was passiert denn jetzt, wenn ich was werfe? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich kompiliere das. Es kompiliert, ich führe es aus und jetzt bricht mein Programm ab. Terminate called. Ich habe da was geworfen, ja, wo man jetzt denkt, ja super, das hätte ich dabei. Dann kann ich auch einfach sagen, an der Stelle Fehlermeldung, terminate, ja? Exit, haben wir ja schon gesehen. Was ist jetzt das Besondere an diesem Werfen? Das Besondere an dem Werfen ist, also erstmal, was passiert? Was passiert ist, an dieser Stelle wird die Ausführung der Funktion sofort abgebrochen. Es geht nicht mehr weiter. Das hier passiert nicht mehr. Falls hier Objekte alloziert wurden, das nur nebenbei, werden hier alle Destruktoren noch aufgerufen. Das muss man, sonst hat man undefinierte Zustände und so weiter, will man nicht. Jetzt ist man in der Funktion, wo man das aufgerufen hat. Die hat divide aufgerufen an der Stelle. Es gibt einen Fehler, dann wird hier auch der Rest nicht mehr aufgerufen. Ja? Dieser Aufruf hier hat eine Exception geworfen. Eigentlich müsste ich jetzt noch das machen und das. Da höre ich auch. Ich höre einfach sofort auf. Und dann gehe ich aus der Funktion raus. Ja? Und man kann ja jetzt, das könnte nochmal in der Funktion aufgerufen werden und nochmal. Bis ich dann irgendwo hier bin, hier habe ich das aufgerufen, das hat auch nicht funktioniert und dann fliege ich auch aus meinem Main raus. Also es geht durch so alle Aufrufe durch und wenn ich nichts mache, und wir sehen gleich, was man machen kann, dann fliege ich einfach aus meinem Programm raus und kriege, also es ist jetzt eine unschöne Art, das zu beenden. Und was man jetzt machen kann, ich kann die jetzt auffangen, es heißt werfen und ich kann sie auch auffangen. Und das machen wir gerade noch und dann machen wir die Pause. Das glaube ich noch, ja. Ich mache jetzt hier, hier sage ich jetzt, hier könnte irgendwo ein Fehler auftreten. Ich rechne einfach mal damit. Der Fehler muss jetzt nicht in der Funktion auftreten, er kann auch in einer Funktion auftreten, die diese Funktion aufruft. Die könnte wieder was aufrufen, irgendwo bei der Ausführung. Und das mache ich jetzt mal. Try, ich mache jetzt hier, versuche das, genau, und jetzt mache ich hier, das habe ich jetzt gemacht, versuche das hier auszuführen, ich muss mal gerade noch Clang Format machen, so, versuche das hier auszuführen und wenn dabei irgendein Fehler auftritt, fange diese Exception, die ich irgendwo da geworfen habe. Und wenn du die gefangen hast, dann mach irgendwas damit. Und jetzt gibt man hier eine Fehlermeldung aus und e.what, das sehen wir gleich noch nach der Folge, nach der Pause, ist dann einfach die Fehlermeldung. Ja? Schauen wir uns gerade mal im Code an.
Und das ist wirklich ganz nützlich, können Sie gerne benutzen in Ihrem, so, the harmonic mean of 3 and 0, das heißt, der hat sogar das noch bis hierhin gemacht, ist, jetzt kommt diese Funktion, dabei ist ein Fehler aufgetreten, den habe ich hier gefangen, try, hier drin wurde geworfen, hier wird es aufgefangen und dann wird diese Zeile hier aktiviert und es geht raus, ja. Ich hätte den Fehler auch hier auffangen können, ich fange ihn halt hier auf. Das ist das Schöne, ich kann ihn in meinem Call-Stack, in diesen ganzen Funktionen, irgendwo auffangen. Aber ich sollte ihn spätestens in der Main-Funktion auffangen. Ja? Kann man nur spezielle Fehler auffangen oder einfach grundsätzlich Catch ohne Letzter? Genau, kann man nur spezielle Fehler, also kann ich hier auch Catch ohne Typ machen? Und das beantworten wir nach der Pause. Das ist ein Cliffhanger. 5 Minuten Pause. Bis gleich wieder. Sehr gute Frage. Exceptions. Also, ich hoffe, das Prinzip ist klar geworden. Ich sage es nochmal, vielleicht nicht so laut reden. Hier werfe ich eine Exception. Also das ist die entscheidende Sache an Exceptions. Dass man das bitte versteht, dass das was Besonderes ist. Normalerweise ist ja der Fluss von so einem Programm linear. Ja, ich gehe irgendwo, dann gehe ich in eine Funktion rein, da wieder in eine Funktion, da wieder in eine Funktion, dann komme ich da zurück, in die andere Funktion, da zurück und so weiter. Wenn man so Exceptions macht, dann geht das irgendwie so quer durch diese Ausführung. Ja, Sie haben, das kennen Sie ja auch vom Debugger, im größeren Code ist das so, ich habe eine Funktion, die ruft eine Funktion auf, die ruft eine Funktion auf, die ruft eine Funktion auf. Und hier wird jetzt eine Exception geworfen. Und dann geht das so quer durch alle Schichten und wenn ich nichts mache, stürzt mein Programm ab. Und ich kann sie irgendwo fangen. Das ist das Besondere. Deswegen habe ich hier extra diese Zwischenfunktion gemacht. Hier tritt der Fehler auf und hier fange ich sie erst, da wo ich das aufrufe. Hier und hier geht die dann einfach durch. Ja, es geht so quer durch den normalen Programmfluss durch. Das ist speziell und das ist aber auch nützlich. Man muss es nur verstehen. Man könnte viel zu Exceptions sagen. Ich wollte Ihnen einfach sagen, dass es das gibt. Genau. Dann, jetzt kommt die Frage zu dem Typ und das ist die nächste Folie. Was kann man alles werfen und wie fängt man es auf? Hier ist es ja relativ einfach. Hier habe ich was geworfen. STD Runtime Error. Das ist jetzt irgendwas aus der STL. Was ist das? Und hier fange ich das dann wieder. Das ist jetzt leicht zu verstehen. Man kann alles werfen. Sie können einfach, ja, wie im richtigen Leben, können Sie beliebige Objekte werfen. Diese Maus. Man kann irgendeine Klasse werfen, ich werfe ein Integer-Thing, warum auch immer. Ich habe gerade Lust dazu, ein Integer-Thing zu werfen. Und hier an dem Beispiel, wie gesagt, es ist hier jetzt nicht super ausführlich, nur angedeutet, beim Auffangen muss ich sagen, was will ich denn werfen? Ja, das ist noch wichtig, dass das geht. Deswegen kann man verschiedene Sachen werfen. Ich werfe alles Mögliche, aber in irgendeiner Funktion sage ich, fang mal nur das auf. Und ich kann dann auch eine Oberklasse nehmen. Das würde dann hier aufgefangen. Aber wenn ich hier eine andere Sache werfe, von einem anderen Typ, die wird dann hier nicht aufgefangen. Man kann auch mehrere Catches hintereinander machen übrigens. Zeige ich jetzt nicht. Das heißt, man kann gezielt, ja, ich werfe verschiedene Fehlermeldungen und fange in der Funktion nur die von der Sorte, in der Funktion von der Sorte. So macht man das eigentlich nicht, kann man zwar, was man macht ist, dass man seine eigenen Exception-Klassen definiert, für je nachdem, was es ist. Und das ist das Letzte, was ich hierzu mache, damit das nochmal klarer ist. Also hier mache ich jetzt mal meine eigene, my own class for division by zero exception, genau, und ich mache jetzt mal hier class division bei Zero Exception, genau, und da, die ist jetzt, okay, das, jetzt mache ich mal const k Stern und ich schreibe das mal, genau, hier ist jetzt eine Fehlermeldung, dafür hätte ich es jetzt mal disablen sollen, dieses what ist in Runtime Error definiert, ja. Das ist einfach eine Oberklasse, Unterklasse haben wir ja schon gesehen.
Und das ist im Wesentlichen eine Klasse mit genau einer Funktion, virtual, sodass ich sie overriden kann. Und die Funktion gibt einfach die Fehlermeldung. Und weil das so zähmäßig ist, hat die Const K Stern. Das kommt noch aus einer älteren Zeit, wo man jetzt, ja, und wenn man mit C interfacen will, gibt man halt Const K Stern zurück, also C-Style. Und jetzt kann ich hier irgendwas zurückgeben, meine eigene. Ja, und die override ich hier, beziehungsweise jetzt mache ich das mal, jetzt kommt immer noch, und jetzt werfe ich hier mal nicht Runtime Error, sondern jetzt werfe ich hier meine eigene Exception. Man sieht schon, man kriegt hier Fehlermeldungen. Ich sehe schon, für didaktische Zwecke ist das gar nicht so gut, wenn man dann hier immer schon die Fehlermeldung kriegt, obwohl man sie dann sonst erst beim Kompilieren kriegt. Jetzt muss man noch aufpassen, wenn ich das kompiliere, kriege ich hier lauter interessante Sachen, implicitly deleted default Constructor. Ich glaube, ich werde das jetzt mal einfach, jetzt sieht man hier no except override und hier, okay, hier brauche ich jetzt noch den default Constructor. Jetzt bin ich gerade, Johannes, warum ist hier der default Constructor implicitly? Ich weiß, was ich machen wollte. Wolltest du von Exception erben, nicht von Runtime Error? Von Exception wollte ich erben, genau. Das wollte ich machen, genau. Vielen Dank. Das ist die Oberklasse, die man, Exception ist die, ich habe mich einfach vertan. Runtime Error ist schon wieder eine spezielle Exception. Ich wollte von STD Exception werben. Also das war jetzt gerade ein anderes. Ja, also meine Exception-Klasse macht jetzt das und dieses What, das hat die Exception-Klasse auch, ist einfach die Fehlermeldung und hier sage ich einfach Division by Zero. Also die Fehlermeldung ist jetzt hier definiert und jetzt werfe ich einfach ein Objekt dieser Klasse. Ja, das ist jetzt einfach ein Objekt dieser Klasse, ich könnte es halt erst definieren, ich, wie gesagt, kann beliebige Objekte und jetzt führe ich das mal aus und so, jetzt bricht mein Programm wieder ab. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Warum bricht das ab? Irgendwelche Ideen? Das ist irgendwie Try-Catch hat jetzt nicht funktioniert. Man sieht jetzt nicht alles auf einem Bildschirm. Wer hat eine Idee? Ja? Das, was wir werfen, ist nicht mehr STD-Runtime-Error. Ja, genau. Na, jetzt passt das nicht. Jetzt habe ich hier Division by Zero Exception geworfen. Das ist eine spezielle Unterklasse von Exception. Die habe ich geschrieben. Und hier habe ich Catch Runtime Error gemacht. Jetzt machen wir mal beide Varianten. Was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann jetzt hier einfach Catch Exception. Jetzt werfe ich alle Unterklassen von Exception. Jetzt müsste das aufgefangen werden. Division by Zero. Aber ich kann auch ganz gezielt sagen, ne, ich will hier an der Stelle nur den Division by Zero Error catchen. Das könnte ich jetzt auch machen. Ja? Division by Zero Exception, das wird jetzt auch gehen. Und ich könnte mich auch entscheiden, den Fehler hier schon zu catchen. Hier könnte ich jetzt try und catch den und hier catche ich dann alle anderen. Ich denke, das ist klar geworden. Das No Except noch ganz kurz. Das ist ein bisschen speziell. Wenn ich hier das No Except weglasse, dann kriege ich beim Kompilieren eine Fehlermeldung, die ein bisschen komisch ist, die erkläre ich jetzt nicht, weil ich gern weitermachen will mit anderen Sachen, aber ich möchte kurz erklären, was das No Except ist und warum man das hier braucht. Und das steht jetzt auf der Folie. Wir haben schon gesehen, Funktionen, ich kann Const dazu schreiben, ich kann Override dazu schreiben. No Except kann ich auch dazu schreiben und No Except heißt, dieser Code hier wirft mit Sicherheit keine Exception. Also was in dieser Funktion steht, da wird nicht auch noch eine Exception geworfen. Sonst habe ich ja vielleicht Probleme, ich werfe eine Exception, hier wird, beziehungsweise es dann, ich sage es einfach dem Compiler, ich verspreche, hier wird keine Exception geworfen. Was passiert, wenn ich hier, das zeige ich jetzt nicht, doch eine Exception geworfen wird, dann bricht das Programm ab. Ja? Dass Sie das gesehen haben. Und No Except ist ein Teil der Signatur. Das heißt, wenn ich das hier nicht hinschreibe, dann klappt das Override nicht. Das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gesehen. Mir ist nicht 100% klar, warum da nicht diese Fehlermeldung stand, cannot override, aber
Ja, die Funktion in der Oberklasse ist auch no except, das gehört einfach zur Signatur dazu. Gibt es irgendeine Frage noch zur Exception? Benutzen Sie es gerne, schauen Sie es gerne näher an. Jetzt machen wir jetzt noch eine nette Sache. Und ich hoffe, Sie. Ja? Vor der Pause noch die Frage, ob man auch alles catchen kann. Genau. Alles catchen, genau. Also was man auf jeden Fall machen kann, ist hier die Oberklasse catchen und dann STD Exception. Alles? Nö. Doch? Doch? Mit? Catch, Klammer auf, Punkt, Punkt, Punkt. Ah. Gut. Dann hat man keine Fehlermeldung. Also es ist jetzt ein Sonderkonstrukt. Genau, jetzt hat man natürlich das eh nicht mehr. Also das geht tatsächlich auch. Wenn man also will, dass mein Programm, also eigentlich haben wir das irgendwo in unserem Code? Man kann die Verschachtelung, das kannst du kurz zeigen, dass man sagt, man catcht hier. Ja, ja, klar, genau. Wenn es kein normaler ist, dann catcht man auch den Rest, wenn man für das Programm steht. Genau, das könnte man jetzt machen. Also eigentlich, wenn alles, also ich könnte jetzt, ich wollte es ja eigentlich nicht noch, weil, also jetzt könnte ich hier machen, Punkt, 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 genau, und jetzt schreibe ich hier hin. Ja, ich catche die, die ich habe, und zur Sicherheit, damit mein Programm nie abstürzt, sondern immer kontrolliert abstürzt, sage ich, okay, hier ist noch irgendwas passiert, keine Ahnung, aber ich sage dir, dass irgendwas passiert ist, ja? Gerne. Das ist ja im Grunde das Final, oder? Oder was macht das Final bei Java? Ist Final das quasi, das wird immer gemacht, egal ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert? Bin ich mir gerade nicht sicher. Könnte man, was immer es ist, natürlich auch machen, aber mir ist jetzt nicht bewusst, dass hier noch was anderes gibt. Aber man kann so eine Kaskade machen. Aber machen wir mal gerne, zweite Frage, genau, ja gerne. Ja, ja, genau. Also in der eigenen, in der Regel hat man eine eigene. Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich finde, wenn man jetzt eine eigene Klasse zu Harmonic Mean hat und eine eigene Datei, dann könnte man es schon da reinschreiben. Eigene Error Handling Klasse. Johannes, was meinst du? Wo definiert man seine Exception Klassen? Eher da, wo der Code steht oder eher in. Ja, wenn es super lokal ist, wenn ich sage, ja, in der Klasse, ich habe eine genau. X-Klasse und Genau, also hier, wenn die quasi genau zu dem Code und nur zu dem gehört, würde ich sie da definieren. Wenn es irgendwas ist, was überall in meinem Code auftreten kann, dann würde ich sie in einer eigenen Klasse definieren. Da kriegt man, fragt man fünf Leute, kriegt man sechs Antworten, das ist ja immer. Jetzt noch eine nette Sache. Wer jetzt gerade ausgestiegen ist, hören Sie bitte wieder zu, weil das sehr nett ist. Maschinencode. Und jetzt schreibe ich mal was super Einfaches. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich schreibe jetzt mal nvim simple.cpp. Das ist jetzt wirklich sehr einfach. Copyright, Mikrofon verrutscht. Und jetzt schreibe ich mal int main. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Maximal einfachen Code. Nicht mal, ich rufe nicht mal Bibliothekssachen auf oder so. Int a gleich 29. Int b gleich 13, int c gleich a plus b, ich hoffe, Sie können mir noch folgen, return c. Was gibt die Funktion zurück? 42, genau, 42, wir kompilieren das jetzt. Clang plus plus minus o simple simple und jetzt simple cpp, ja? So. Okay, die gibt jetzt nichts zurück, weil die hat ja nichts ausgegeben. Nur, dass wir das gerade noch verstehen, das habe ich jetzt extra gemacht, um sie damit nicht printf aufgerufen wird. Das ist jetzt der Return Code, ja? Den Return Code haben wir schon gesehen, kriegt man mit, der steht in dieser Variable, Dollar Dings, ja? Dollar Fragezeichen ist immer der Return Code vom letzten Programm.
Und ich mache es mal hier in einem Aufruf, damit wir es immer gleich sehen. Semikolon ist einfach zwei Befehle hintereinander. Ruf's auf und gib mir den Return Code aus. So. Und jetzt interessieren wir uns mal dafür, das hatte ich ja angedeutet, als wir über Objektdateien geredet haben, den Maschinencode davon. Und den Maschinencode, gut, das sind jetzt wirklich, ich meine, den kann man sich ja angucken. Jetzt sagen Sie, okay, Maschinencode, da schaue ich mir doch einfach das ausführbare Programm an. Okay, das ist jetzt was für Kenner, Special Taste, wenn man darauf steht, kann man sich den Binärcode angucken. Aber man kann sich Maschinencode auch in Assembler angucken. Assembler ist quasi menschenlesbare Variante von Maschinencode. Und das geht einfach so. Jeder Compiler hat jetzt einfach eine Variante, wo ich sage, kompilier mir das mal zum menschenlesbaren Maschinencode, Assembler. Und wenn ich das habe, kriege ich jetzt hier so eine Datei simple.s. Die können wir uns jetzt mal angucken. Hier. Das ist jetzt Maschinencode, aber in menschenlesbarer Form. Der sieht jetzt so aus. Und jetzt ignorieren Sie mal alles, was hier Punkt, das sind irgendwie, das ist nicht wirklich Maschinencode, alles, was hier so grün ist, das ist Maschinencode. Und jetzt gebe ich keine, Sie können gerne, das mache ich mal ganz kurz auf, dass Sie das sehen, auf unserem Teaching-Wiki in Algodat habe ich tatsächlich eine ganze Vorlesung zu. Das ist hier diese Algorithm Engineering Vorlesung, da geht es um Algorithmen und ein bisschen tiefer, nicht so sehr um Algorithmen, sondern einfach, hier habe ich kurz zum Maschinencode neun Folien, das möchte ich jetzt hier nicht machen, auch aus Zeitgründen, in der Algodat Vorlesung von letzten Jahr können Sie das nachlesen, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, da wird Maschinencode ist wirklich sehr einfach zu verstehen, ja, weil das super basic ist, da gibt es ja irgendwie Register, die können Werte halten, 16-Bit, 32-Bit und dann kann ich lese das in das Register, addiere diese beiden Register, schreibe das in die Speicherzelle, lese das aus der Speicherzelle, springe an diese Adresse, springe an diese Adresse. Das ist Maschinencode. Der ganze Code ganz unten ist einfach eine Abfolge davon. Das heißt hier, das heißt nichts anderes, es gibt ein Register, da steht eine Adresse drin und das sagt einfach, mach irgendwas dahin, schreib mal was an die Adresse, ich glaube hier. Das hier heißt move irgendwie einen Wert von hier nach hier, schreib was von dem Register in das Register, er ist ein Register. Das hier heißt, schreibe die Zahl 0 in eine bestimmte Speicherzelle und zwar diese Adresse minus 4 Bytes, das heißt das. Ich werde das jetzt nicht im Detail erklären, ich erkläre es deswegen ganz kurz. Maschinencode, da hat man vielleicht Angst vor, das ist tatsächlich sehr einfach. Ja? Das ist, schreibe, und hier sieht man ja auch, wenn ich es gerade mal gleich groß mache, man sieht hier auch die Elemente von unserem, ja, das ist einfach, schreibe die Zahl 29, Dollar ist eine Konstante, es ist ja einfach nur menschenlesbare Variante, in diese Speicherzelle, an dieser Adresse. Was immer in diesem Register steht, das ist Base Pointer heißt das und dann minus 8 Bytes. Schreibe die Zahl 13 da rein. Hier schreibt, addiere den Inhalt dieser Adresse zu dem Register A, das ist der Akkumulator. Also relativ einfach, sieht man. Und jetzt, das kann ich jetzt auch wieder kompilieren. Ich kann auch direkt jetzt die Assembler-Datei kompilieren, das zeige ich Ihnen auch noch, in Simple. Und dann kann ich jetzt das Simple wieder ausführen. Und jetzt kann ich sogar im Assembler, nur dass Sie das auch sehen, jetzt kann ich hier mal das in 14 ändern. Also ich ändere jetzt gar nicht meinen Source Code, sondern den Assembler Code, kompiliere das jetzt und jetzt kriege ich 43. Ja, also das ist nicht schwer. Und jetzt kommen zwei spannende Sachen, könnt da unendlich viel zu erzählen, das ist wirklich super nett. Wir hatten das ja so erwähnt, es gibt ja diese Compiler-Flags, ja, wo der Compiler irgendwie optimierteren Maschinencode erzeugen kann. Ich habe jetzt gerade keine Optionen mitgegeben, jetzt ergebe ich mal dem Compiler und ich mache es mal gleich wieder ganz durchkompilieren. Jetzt mache ich mal hier, also zeig mir Assembler und benutze mal etwas Optimierung. Minus O1. Jetzt müsste sich diese Datei geändert haben.
Es fällt Ihnen auf. Also der Code ist einfach nur das Grüne, den Rest kann man ignorieren. Merken Sie was? Ist kürzer geworden, oder? Ja, ja, also wahrscheinlich, weil das halt bei Compiles halt schon das Ergebnis war. Ja, genau. Das kann, also ohne Optimierung macht der Compiler einfach, daraus wird Maschinencode, daraus wird Maschinencode, daraus wird Maschinencode, daraus wird Maschinencode. Das will ich Ihnen jetzt auch noch kurz, die Zuordnung kann man sogar auch sehen. Das ist ein Tool, das Johannes sehr gerne benutzt und ich auch. Hier habe ich jetzt Sachen, die wollte ich gar nicht. Jetzt schaue ich mal, ob ich mich... Hier mache ich mal einfach mein Programm, mache ich jetzt mal dahin. Gucken, ob das geht hier mit Copy-Paste. Genau. Aha. Ja, hier habe ich jetzt... jetzt wählen wir mal den Compiler aus. Ich wollte einfach eigentlich X... 86, wir haben ja Clang 14. Das Nette hier ist, ich kann alle möglichen Compiler der Welt ausprobieren, auch auf anderen Plattformen. Ich nehme jetzt mal, unserer ist x86-64, das ist einfach die Architektur. Clang 14 ist, was wir benutzen und jetzt mache ich mal hier die Compiler-Optionen weg. Hier habe ich jetzt auch den Code, hier sieht man jetzt sogar noch gelb, ja, was in derselben Farbe ist, entspricht dann, ja, also man sieht hier, jede Zeile hier entspricht Code hier. Sie können es ja hier sehen, wenn ich hier rüber gehe mit der Maus, sehe ich sogar, das wird jetzt hier rechts gehighlightet, das ist die Zeile, da wird die 13 irgendwo hingeschrieben. Hier sieht man jetzt die Addition, gibt drei Zeilen, 7, 8, 9 und so weiter und hier Return C. Und in dem Moment, wo ich jetzt hier eine Compiler-Option aktiviere, 1 reicht schon. Jetzt geht diese Korrespondenz verloren. Das kann fürs Debugging ein Problem sein. Es hat er einfach aus all dem, weil das ja schon der Compiler weiß, warum soll ich das zur Laufzeit ausrechnen? Ich sage einfach Return 42. Der Return-Wert steht immer im Akkumulator, deswegen habe ich die Zeile. Ja, gerne. Ich verstehe nicht ganz, wie das genau passiert. Also wie viel steht dann eher, was diese Zahlen überhaupt bedeuten, wenn ich diese Ist die Frage, ist, verstehe nicht ganz, wie das funktioniert, ist die Frage, wie der Compiler rausfindet, dass das hier 42 ist, oder? Quasi nach der Optimierung, wieso passiert dann nur eine Zeile im Maschinencode und wo ist die Berechnung eigentlich? Oder also die Frage ist, warum nur eine Zeile Maschinencode und wo ist die Berechnung? Also der Compiler... Ich weiß nicht, ob ich das sehr genau in zwei Sätzen beantworten kann. Der Compiler kann auch schon Code ausführen, sonst würde es ja gar nicht gehen. Und ich sehe gleich noch ein Beispiel. Der Compiler sieht einfach, das hier, ich weiß alles schon zur Compile-Zeit. Und er macht das quasi, er rechnet das zur Compile-Zeit aus und weiß, hier kommt 42 raus. Ich muss nicht auf die Laufzeit warten. Und dann macht er hieraus einfach, er formt das, also das ist, was Compiler-Bauer machen, er macht hieraus quasi den Code. Und da kommt ja jetzt genau dasselbe raus. Ja? Der Compiler weiß einfach das, was da vorher stand, und das ist genau dasselbe. Und das macht er dann einfach. Und jetzt zeige ich noch ein nettes Beispiel. Das mache ich vielleicht gleich im... jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Das machen wir mal... machen wir doch mal hier und dann gehe ich zum letzten Teil. Aber das ist wirklich auch sehr nett. Mal gucken, ob es klappt. Sie sehen auch hier sehr nett dieses Tool. Das ist Search SU Type. Der kompiliert es immer gleich, zeigt mir da an. Ich mache jetzt extra was mit Kommandozeilenargumenten if. Und jetzt mache ich einfach int x gleich. Das ist jetzt std a2i. Ist das so? argv1. Also falls das ist. Und jetzt mache ich mal hier eine kleine Vorschleife vor. Fünfmal mache ich jetzt hier for int i gleich 0, i kleiner 5 plus plus i. Und jetzt mache ich hier x plus gleich x. Genau, stimmt das? Das kompiliert es jetzt. Compilation failed, weil hier noch eine öffnende Klammer fehlt. Sie schauen sich bitte, komplizierter wird es nicht. Und Sie sagen mir, und jetzt will ich hier noch Return X machen. Und jetzt muss ich hier noch irgendwo Include für das A2i, das ist wahrscheinlich die STD-Lib, oder?
include cstd-lib und jetzt kompiliert es vielleicht. Ziemlich lange. Okay. Ja, das ist schon eine Menge Maschinencode. Schauen Sie sich bitte das an, während ich hier noch rummache, und sagen Sie mir, was da rauskommt für einen. Ich will jetzt noch so einen Executor machen. Wo kriege ich den denn her? Wo kriege ich den denn her? Add new Executor. Ah, hier. Okay, jetzt muss ich. Ah, shit. Wie kriege ich den denn jetzt? Hier kann ich Kommandozeilenargument eingeben. Ich will das gerade noch verschieben. Ich bin auch immer. Wie verschiebe ich das? Ah ja, so, okay. So, und hier muss ich noch den Font, also man muss sich da, habe da ein paar Jahre gebraucht, um das ordentlich bedienen zu können. Aha. Program terminated, weil, was habe ich denn falsch gemacht? Gehen wir mal hier ein Kommandozeilenargument an. Ach so, ja. Sagen Sie mir bitte, wenn ich das aufrufe mit 3, was kommt dann raus? Mit 3, ja? Wenn ich mein argv, ich rufe jetzt einfach dieses Programm auf mit Kommandozeilenargument 3, was kommt hier raus? Es wird 5 mal, also es wird dann 6, dann 12. Überlegen Sie kurz und dann schauen wir, ob das funktioniert. Einfach den Assembler hier im Kopf laufen lassen. Ja, bitte. Was kommt raus? 18? Ich glaube 18. Okay, wer bietet mehr oder weniger? 18? Ist ja auch nicht ganz einfach. Ja? 96? Okay, 96. Wir schauen mal, was rauskommt. 3? 96. Also was das ja effektiv macht, ist verdoppeln. Ne? X plus gleich x ist x gleich 2 mal x. Ich fange an mit 3, dann 6, dann 12, 24, 48, 96. Ich verdoppel es 5 mal. So, das heißt, genau. Und jetzt schauen wir, und man sieht, wir haben das wieder ohne Compiler-Optimierung gemacht. Es ist jetzt doch relativ viel Code. Hier ist jetzt auch Jump. Man springt irgendwo hier, Jump, weil man ja eine Schleife hat. Man macht das 5 mal. Wenn der Schleifenzähler ganz unten ist, dann geht man raus aus der Schleife. Jetzt machen wir mal, und das ist wirklich spannend. Jetzt mache ich mal minus O1. Jetzt ist das schon deutlich weniger geworden, aber ich überspringe das jetzt. Ich mache jetzt mal minus O2, damit man auch noch. Und jetzt passen Sie auf. Wer kann mir das erklären? Das ist jetzt mit O2. Den O1 überspringe ich jetzt mal. Wer kann mir das erklären, was da passiert? Also es ist schon erstaunlich, was Compiler können. Also aus dem Code links, der ja von, ich sage es nochmal, während Sie nachdenken, der hängt von etwas ab. Also der Compiler kennt nicht diese 3. Ja? Also ich kann jetzt hier auch 4 eingeben, dann wird rauskommen 128 für 3. Das weiß der Compiler nicht. Trotzdem macht er aus diesem relativ komplizierten Code diesen extrem einfachen Maschinencode. Ja, da gibt es schon eine Meldung. Okay, und warum ist 5 mal genau? Das ist genau richtig beobachtet. Die Zahl kenne ich nicht, aber ich weiß, ich verdoppel sie dann 5 mal. Aber 5 mal verdoppeln hört sich ja auch, ist das eine Maschinencode-Anweisung? Ja, bitte. 5 mal verdoppeln ist dasselbe wie mal 32. Hier sehe ich aber keine 32 im Maschinencode, sondern eine 5. Hm.
Genau, vielleicht ist dieses SHL Shift Left und das SHL ist Shift Left, weil dafür gibt es Maschinencode. Es gibt mal, also das ist schon sehr cool. Ja? Also der Compiler findet raus, dass das hier nichts anderes ist als 5 mal verdoppeln mal 32. Das ist eine Zweierpotenz. Eine Zweierpotenz ist 5 nach links schieben in der Bitterstellung. Dafür gibt es Maschinencode. Bits verschieben ist was, das geht ganz low level in Hardware und erzeugt den Code. Also das ist ja jetzt nicht, das ist so. Der Compiler erzeugt dafür den Code. Und Sie sehen auch, dass das praxisrelevant ist. Ja, ich habe hier Sachen, die sind sehr wichtig, weil die 1 Milliarde Mal ausgeführt werden. Dann schaue ich mir das doch mal an, was der Compiler erzeugt und was ich da noch... Also wenn man wirklich schnell einen Code schreiben will, ist das wirklich interessant. Ja, bitte. Ja, genau. Die Frage ist, kommt man jetzt auch hier zurück, dass man sagt, naja, dann schreibt das doch hier gleich als, das wäre dann vielleicht was für ein, also das gibt es jetzt nicht, das Tool. Das könnte mir höchstens ein Large Language Model oder Copilot machen. Wenn ich hier den Kommentar drüber schreibe, shifte 5 mal nach rechts, wird er vielleicht gleich. Aber es ist halt nett, dass man es nicht muss, sondern der Compiler es automatisch macht. Das ist ja das Schöne, was man mit dem Tool verbringen kann, ob man menschenlesbaren Code schreiben kann und der Compiler es trotzdem noch versteht, und das alles wenn man 27 Bildschirme kann man nicht lesen, kann man schlechter lesen als die Schleife. Reicht ja, wenn der Compiler die Bildschirme zieht. Genau, das war eine sehr gute Bemerkung von Johannes. Ich wiederhole sie nochmal für alle, auch für die an den Fernsehbildschirmen zu Hause. Hier habe ich schönen Code geschrieben, der ist jetzt nicht besonders schön, aber ne, man will eigentlich nicht ominösen, obskuren Code schreiben, damit es schnell geht. Man will normalen Code schreiben und dann hoffen, der Compiler weiß schon, wie ich das hinten dran richtig mache. Und die Compiler werden da immer besser. Und das ist wirklich ein cooles Beispiel. Auf den Folien steht im Wesentlichen nochmal dasselbe. Also wichtig nochmal fürs Debugging. Man sieht, die Verbindung von Code geht hier verloren. Ja, ich habe jetzt, also sobald ich Optimierung anwende, ich habe jetzt in meinem Maschinencode nicht mal mehr das Äquivalent von einer Schleife. Ne? Weil er ja gesehen hat, das ganze Ding hier ist einfach mal 32. Wenn ich jegliche Optimierung weglasse, ist also fürs Debuggen besser. Jetzt entspricht wirklich jede Zeile hier Code da. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich hoffe, wir konnten Ihnen damit etwas so die Hemmung nehmen, das selber mal auszuprobieren. Wenn man das nie gesehen hat, denkt man, oh Gott, das ist so in 10 Jahren vielleicht mal. Es ist überhaupt nicht schwer. Ja? Man muss dieses Tool ein bisschen kennenlernen, geht auch auf der Kommandozeile. Und diese Befehle, die kann man leicht nachgucken, Wikipedia, Google, das ist immer dasselbe. Beweg von da nach da, addiere, schiebe, springe. Letzter Teil. So, jetzt noch ganz kurz für die, die bei uns Abschlussarbeiten machen wollen oder Projekte oder mehr. Also was wir machen, das haben Sie ja in der Vorlesung auch schon gesehen, wir lösen praktisch relevante Probleme. Welche Art, zeige ich Ihnen gleich noch. Wir machen was sehr Revolutionäres für den universitären Bereich. Wir machen Software, die funktioniert. Ja? Das ist extrem selten, muss man sagen. Also es ist so. Also normalerweise, wie das funktioniert in Academia ist, man schreibt ein Paper, schreibt dafür irgendwelchen Code, der halt gerade mal reicht, dass man die Tabellen in dem Paper, dass man da irgendwelche Zahlen hinschreiben kann und einen Tag später läuft es dann nicht mehr. Software, die funktioniert, ist im akademischen Kontext extrem selten. Und es braucht auch eine gewisse Expertise und Arbeit und Zeit. Und wenn sie funktioniert, will man natürlich auch, dass sie benutzt wird. Wobei das ist fast die Folge davon. Weil wenn man gute Software schreibt, die funktioniert, was Cooles macht, wird die auch benutzt. Dazu braucht man guten Code, das haben Sie hier hoffentlich schon mal ein bisschen gelernt, gute Dokumentation. Man muss dann auch auf Sachen achten, die jetzt nicht direkt Forschung sind, aber indirekt, weil wenn es nicht funktioniert, weiß man auch nicht, ob es überhaupt irgendeinen Sinn macht. Hier haben wir SVN und Daphne benutzt. Wir benutzen natürlich GitHub für die Entwicklung, zeige ich gleich kurz noch. Was so unser Thema ist, wir sind ja Lehrstuhl Algorithmen und Datenstrukturen, ist, dass es schnell läuft. Also alles, was wir machen,
soll schnell laufen und zwar maximal schnell. Also nicht nur, also oft da draußen in der Industrie und so ist man oft froh, wenn es irgendwie geht. Es soll so schnell wie möglich gehen und nicht nur das, man will auch verstehen, ist das jetzt so schnell wie möglich oder geht das noch schneller? Ja? Also nicht einfach nur, ich probiere mal das, ah, jetzt geht es schneller, sondern verstehen, wie schnell kann man dieses Problem eigentlich lösen. Also genau Algorithmen und Datenstrukturen und in der Vorlesung machen wir das ja auch. Die ist übrigens auch sehr praktisch mit Theorie, da wo man sie braucht. Also das ist so unser Thema, Software, die wirklich funktioniert, benutzt wird und schnell ist. Und ich zeige Ihnen gleich ein paar Beispiele. Bevor ich die Beispiele zeige, ganz kurz, wie das bei uns mit der Betreuung funktioniert, finde ich auch wichtig. Wir haben eine schöne Vielfalt hier bei uns, es gibt verschiedene Lehrstühle, jeder hat so eine andere Arbeitsweise. Es ist für jeden was dabei und nicht für jeden, ja, jeder hat einfach andere Persönlichkeit und Passung. Ich möchte Ihnen auf einer Folie zeigen, was zu uns passt, wie das bei uns läuft, auch wenn Sie bei uns arbeiten. Sie kriegen sehr gute Infrastruktur und Support, inspirierende Umgebung, hoffe ich, spannende Probleme. Und dann sind Sie aber sehr frei in dem, was Sie machen. Wie bei den Übungsblättern, ganz am Ende, wir haben Sie da langsam rangeführt. Hier ist die Aufgabe und jetzt mach mal selber, wie du das für richtig hältst. Ja? Man muss klar dazu sagen, Freiheit ist ein zweischneidiges Schwert. Ja? Manche, die wollen gar nichts anderes. Sag mir, was ich machen soll und dann lass mich in Ruhe. Andere wollen eher so an die Hand genommen werden. Ich glaube, wir sind jetzt nicht so der an die Hand nehmen Lehrstuhl, muss ich einfach ehrlich sagen. Das passt sehr gut für Leute, also wenn man gerne Sachen gebacken kriegt, also wir arbeiten doch ziemlich viel und machen dann was, was auch, aber es gibt ja Leute, die machen, die arbeiten auch einfach gerne, ja, die, oh, spannendes Problem und dann legt man gleich los und baut was. Also das machen wir einfach sehr viel, ja, Sachen machen, aber da muss man halt auch was arbeiten. Also wir arbeiten gerne, würde ich mal sagen. Ich weiß, ja, es gilt hoffentlich auch für die anderen Kollegen. Und dann finde ich noch wichtig, es ist gar nicht so wichtig, wenn Sie jetzt denken, aha, eierlegende Wollmilchsau, die Probleme müssen gar nicht unbedingt schwer sein. Das jetzt, es gibt ja irgendwie Forschungsfelder oder auch Lehrstühle, ist so das Nummer eins Kriterium, dass es schwierig ist und zu zeigen, ich bin schlauer als alle anderen. Es gibt Probleme, die sind ungelöst, die sind jetzt gar nicht so super schwierig, es gibt trotzdem keine vernünftige Software dafür, weil sich einfach noch keiner damit beschäftigt hat. Für uns ist wichtig, nützlich, Ästhetik, zeige ich Ihnen gleich, und es funktioniert. Ja? Und trotzdem immer was Cleveres dahinter, aber das Clevere muss nicht super schwierig sein, sondern einfach, man beschäftigt sich damit und dann, ja. Also Leute, die gerne arbeiten, die was gebacken kriegen und sich freuen, wenn am Ende was Nützliches rauskommt, ja. Also wir machen nicht so viel Theorie um der Theorie willen. Ich möchte klar dazu sagen, dass ich das völlig in Ordnung finde. Es gibt Leute, die machen am liebsten Kreuzworträtsel den ganzen Tag. Da gibt es auch Forschung, mehr so die Kreuzworträtsel oder irgendwelche Rätsel. Ich kriege irgendwie so ein Rätsel, wo ich 5 Wochen drüber nachdenke und dann habe ich es raus. Ja? Mathematik, viel Mathematik geht ja in die Richtung. Lebt da so in meiner eigenen Welt, versucht das völlig in Ordnung, hat auch seinen Wert, machen wir jetzt nicht so. Ich muss sagen, ich komme aus der Ecke, habe das früher selber gemacht, aber das machen wir jetzt eher nicht. Ne? Irgend so ein Problem, beliebig obskur, vielleicht zu nichts nütze, ist mir egal, ich vergrab mich 5 Wochen und versuche das irgendwie zu lösen. Das ist dann so die theoretischere Informatik. Ich finde das auch gut, wir machen das aber nicht. Und ich zeige Ihnen da jetzt auch ein paar Beispiele. Und wie gesagt, also eher, man will eher selbstständig arbeiten und hat einfach so einen Drive, Sachen zu machen. Es gibt ja doch viele Leute, die gerne Sachen machen und sich einfach dann freuen, wenn sie loslegen können, ihnen keine Steine in den Weg gelegt werden. Dafür sind wir, glaube ich, gerade gut. Ganz kurz, Learning, also hier war jetzt ja nicht Learning, Algorithmen, Datenstrukturen jetzt auch Learning, machen wir auch. Ich würde sagen, so ein Drittel unserer Arbeit. In Freiburg gibt es da die folgenden Professuren, hier in alphabetischer Reihenfolge. Abhinava Lada macht Robotik, Frank Hutter macht Hyperparameteroptimierung, mehr so ein Level abstrakter, sehr viel, sehr erfolgreich. Thomas Brox macht Bildverarbeitung, alles mit Bildern.
Joschka Bödecker, Neurorobotik heißt sein Lehrstuhl, macht aber auch selbstfahrende Autos und so weiter. Und wir machen alles, was mit Textdaten zusammenhängt, also natürliche Sprache, auch so Sachen, was man von Sprachmodellen kennt, alles, wir sehen es gleich in den Demos, alles, was so irgendwie eine textuelle Darstellung hat. Also wenn Sie gern Learning machen und das irgendwie verbinden wollen mit effizienten Sachen, wären Sie bei uns richtig, sonst gibt es die anderen Themen auch. Unser größtes Projekt, und Johannes ist da der Hauptentwickler, den haben Sie ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt, ist Clever, und das zeige ich jetzt mal gerade. Muss ich mal hier. Das ist, da geht es um Wissensgraphen. Wikidata hatten wir schon gesehen. Hatte ich Ihnen das gezeigt währenddessen schon mal? Nö, okay. Ich zeige Ihnen mal gerade. Wer kennt Wikidata? Doch ein paar Leute. Wikidata ist das Schwesterprojekt von Wikipedia. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, ne, Wikipedia-Artikel für die Erde gibt's. Das ist dann einfach Text. Ich zeige das mal kurz. Das ist der Wikipedia-Artikel über die Erde. So kennt man Wikipedia, ist einfach Text. Aber es gab ja schon immer auch diese Infoboxen. Die wurden mit der Zeit immer größer. Text ist so unstrukturiert in Sprache, das ist das, was dann Sprachmodelle gut können. Aber es gibt ja auch ganz viele strukturierte Daten. Ne? Was ist, sieht man ja hier, okay, wie schnell ist die Erde auf ihrer Umlaufbahn? Und diese Daten, die sind oft so trippelartig und sieht man ja hier auch, die Erde hat diese Geschwindigkeit auf ihrer Umlaufbahn. Die Erde hat diesen durchschnittlichen Radius, die Erde hat diesen polaren Radius, die Erde hat diesen Umfang, die Erde hat das Volumen. Ja, der Schauspieler hat den Namen, hat mitgespielt in dem Film und so weiter. Und diese Art von Daten, was so in den Infoboxen schon immer stand, dafür gibt es jetzt seit über 10 Jahren dieses Schwesterprojekt, wo einfach diese Trippel drinstehen. Die Erde ist ein Planet, die Erde ist Teil dieses Systems, die Erde wurde gegründet vor 4,5 Milliarden Jahren, ist ja vielleicht bekannt, die Erde hat dieses Bild, ja, alles so trippelartige Daten. Und das, man nennt das Wissensgraphen, hier sieht man auch, wie groß das ist, gerade überschritten vor einer Woche, 20 Milliarden von diesen Trippeln. Man verliert bei den Zehnerpotenzen ja schnell den Bezug. 20 Milliarden ist ziemlich viel, Millionen ist schon viel, Milliarden ist richtig viel. Das ist richtig viel Information. Und da kann man jetzt so Fragen stellen in der Anfragesprache, die nennt sich Sparkle, die sehen wir hier. Das sind jetzt zum Beispiel, gib mir mal alle deutschen Städte mit ihrer Bevölkerungszahl, scheint hier zu stimmen. Wir haben eine eigene Vorlesung, Datenbank und Informationssysteme, früher Information Retrieval, wo wir das so ein bisschen erklären, kann man aber relativ gut verstehen. So eine SQL-artige, also wie Datenbankwelt, Anfragesprache, nur für dieses Triple-Modell. Jetzt muss ich mal hier gucken. Picture. People with Pictures. Das sind jetzt einfach die alle Menschen in Wikipedia angeordnet nach wie viel, das wollte ich jetzt eigentlich, ich schreibe mal gerade eine andere Query, die habe ich jetzt gar nicht, about, Schema about, ich möchte jetzt alle Menschen, Sie müssen jetzt die Anfragesprache nicht verstehen, ich wollte Ihnen nur was zeigen, sortieren nach wie viel Wikipedia oder andere Artikel darauf zeigen. About, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier funktioniert. Das hier soll Picture sein. Alle Menschen in Wikipedia, da gibt es ja ziemlich, in Wikidata ziemlich viele, sind irgendwie 6 Millionen. Und jetzt mache ich mal hier About. Jetzt schaue ich mal hier, About und Name. Nee, Group by Name, Person. Sie können ja mal drauf gucken, ob Sie irgendwas verstehen. Ich will jetzt für jede Person und ihren Namen eine Zeile haben. Und jetzt will ich irgendein Bild haben und ich will wissen, wie viel Links es gibt, wie viele Sachen darauf linken. Das ist jetzt so ein Popularitätsmaß.
Ich schreibe das mal hier Popularity und dann will ich die danach sortieren. Das sind jetzt so Anfragen und ich zeige Ihnen gleich noch ein paar andere Anfragen. Und das ist jetzt eine Anfrage, okay, das ist jetzt nicht ganz, was ich erwartet. Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Da kommt was anderes raus, als ich erwartet habe. Jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Johannes, siehst du das gerade auf Anhieb, warum ich hier... Also ich kenne hier, warum ist jetzt Hernán Cortés erstes? Jetzt habe ich mich hier selber reingelegt mit irgendwas, kurz vor Schluss. Auf jeden Fall ist das eine Anfrage, die sehr viele, was auch immer da rauskommt, man kann die jetzt mal auf anderen Sachen ausprobieren, das wollte ich Ihnen zeigen. Wikidata hat natürlich auch so eine Datenbank-Suchmaschine, wo ich das hier machen kann. Und da werden Sie sehen, dass man da, das wollte ich Ihnen eigentlich nur zeigen, ich war jetzt nur verwirrt von dem Ergebnis. Da können wir jetzt lange drauf warten. Und dann gibt es eine Firma, die das seit vielen Jahren macht, das führe ich hier auch mal aus. Also hier das X heißt, hier sieht man das Rädchen, das sich dreht. Das ist jetzt eigentlich eine ziemlich unschuldige Query. Alle Menschen und ich sortiere die nach, wie viele Sachen darauf verlinken. Hier kann man sich anschauen, was da alles berechnet wird. Das sind jetzt so Datenbankoperationen. Hier sieht man, hier wird eine Liste von, müssen Sie jetzt nicht im Detail verstehen, 5,4 Millionen Sachen geschnitten mit einer Liste von 92 Millionen Sachen. Da werden schon so richtig viele Daten verarbeitet und offenbar ist das ja nicht so einfach. Das ist jetzt die offizielle Suchmaschine von Wikidata dafür. Das hier ist die schnellste Suchmaschine, die es so bisher gab. Eine Firma, die gibt es seit 30 oder 40 Jahren. Selbst auf dieser, und hier haben Sie ja gesehen, wie lange. Ich kann ja auch mal den Cache clearen und das nochmal machen. Und das dauert dann eine Sekunde, zwischen wird nie fertig. Das ist ein super Beispiel, für was wir machen. Und dahinter steckt ziemlich viel. Dahinter steckt ziemlich viel Code, clevere Algorithmen, da wo man sie braucht. Und ich zeige Ihnen das kurz. Unser GitHub-Repo. Und wir haben sehr viele Projekte in dem Bereich. Also wir sehen, ist auch nicht schlecht für das, was es macht. 313 Sterne. Hier sehen Sie letzter Commit von Johannes. Ziemlich umfangreiche Commit-History. Das ist jetzt unser GitHub. Also es gibt sehr viele Projekte in dem Bereich, wirklich super spannendes Thema. Jetzt will ich Ihnen noch ein paar Sachen zeigen. Was das Schöne daran ist, hinten dran ist da was mit sehr viel Code und sehr vielen, und übrigens C++ natürlich, wird sonst niemals so schnell sein. Das läuft übrigens immer noch. Hier habe ich jetzt Timeout. Also Sie sehen die Unterschiede, wir hatten das in der Vorlesung. Ja? Faktor 10, Faktor 100. Und das, ich muss das nochmal sagen an der Stelle, das sind jetzt keine Spielzeug. Beispiele. Das ist eine Firma, da stecken große Industrien dahinter, das ist nicht so einfach. Ja? Es gibt hunderte von Software oder auch Firmen, die das machen, das muss man erstmal schaffen. Hier passiert jetzt mal was nach. Also die schnellste andere ist jetzt mal fertig geworden. Was Sie auch sehen ist, einerseits gibt es da diese Software dahinter, die das schnell macht, aber jetzt gibt es auch ein User-Interface, das auch nicht so ganz trivial ist. Ja? Hier kann man jetzt irgendwie Sachen machen, man kriegt Vorschläge, warum kriegt man diese Vorschläge so schnell, eigenes Forschungsgebiet. Und jetzt zeige ich Ihnen, wer kennt OpenStreetMap? Wunderbar, viele. Sagen Sie mir mal gerade, wir wollen mal das Straßennetzwerk von, ich glaube, ich hatte Ihnen das, sagen Sie mir nochmal irgendein Land vielleicht. Nicht Stadt, Stadt ist zu klein, das ist einfach. Das ist zu klein. Costa Rica könnten wir machen, ein bisschen größer. Was? Schweiz. Okay, die Schweiz. Switzerland, auch wieder wird einem hier vorgeschlagen. Schweiz, Straßennetzwerk von der Schweiz. Das ist jetzt eine Anfrage, die macht Wissensdatenbank mit geometrischer Information. Ich muss jetzt die Grenze von der Schweiz, die ziemlich komplex ist, schauen, welche Straßen auf der ganzen Welt, das sind Milliarden, liegen da drin. Ich habe jetzt hier 1,
mit klassischer Datenbanktechnologie, Postgres, PostGIS, was jeder auf der Welt benutzt, wird dieser Query nicht fertig. Jetzt sehen wir hier das Ergebnis, 1,7 Millionen Sachen ging in 9 Sekunden, also zumindest kann man darauf warten. Jetzt kann man das leider nicht auf einer Karte anzeigen, weil auf einer Karte 1,7 Millionen Sachen anzeigen, da stürzen alle Kartentools ab, aber nicht unseres. Das haben Sie ja schon gesehen. Sie sehen, jetzt haben wir auch, das habe ich ja erwähnt, so Visualisierungssachen sind auch sehr cool. Wie zeichnet man 1,7 Millionen Sachen auf eine Karte? Sie haben das ja, wir haben eine Übungsaufgabe, die das so ein bisschen in die Richtung gemacht hat. Gut, das ist jetzt ein statisches Bild, es wäre cool, wenn man jetzt interaktiv reinzoomen könnte, zum Beispiel so, ja. Und jetzt sieht man tatsächlich die Straßen, wenn ich hier draufklicke, ist das tatsächlich was aus OpenStreetMap. Und das sind alles Sachen, die wir machen, ja, also das ist schon, also sowohl, und da ist für jeden was dabei, wie gesagt, wenn Sie gern so Sachen bauen, Sie haben sowohl das Backend dahinter, Sie haben das ganze Netzwerkzeug dazwischen, das ist auch alles andere als trivial, und Sie haben Frontend-Sachen, Visualisierung, und nicht auch die Visualisierung hat ja wieder algorithmische Aspekte, ne? Wie mache ich das, dass das so schnell geht. Alles, was ich hier mache, verschieben, reinzoomen, rauszoomen, ist alles eine Query wieder. Da wird ein Bild gemalt, das wird hier drüber gelegt, das stimmt genau. Wenn ich hier draufklicke, das ist gar kein Klick, da wird auch eine Anfrage geschickt, wird geschaut, was ist das nächste Element. Also, ne, ganz wie bei Google, man gibt was ein und da hinten dran geht der Punk ab. Ja, da läuft wahnsinnig viel, so ist das hier auch. Ich habe hier noch 100 andere Demos, die ich habe jetzt schon ein paar davon gezeigt. Eine Sache möchte ich noch zeigen zu dem Deep Learning und dann sind wir fast fertig. Und wie gesagt, wenn Sie da, also in dem Bereich clever und so, heißt das, haben wir ziemlich viel. Das ist jetzt Sprachmodelle, da machen wir auch ziemlich viel. Eine Sache, die knüpft direkt daran an, Sie sagen ja, das ist ja nett, auch, dass man jetzt hier diese Vorschläge kriegt, aber ich muss immer noch diese Queries selber schreiben. Es wäre jetzt super nett, wenn ich einfach schreiben könnte, Straßennetzwerk von der Schweiz und dann kommt die Query. Das ist so ein sehr hohes Ziel, daran arbeiten wir schon ziemlich lange übrigens. Ich sage einfach Straßennetzwerk von der, und der schreibt mir beliebig komplizierte Queries. Und nur, dass man es, also Queries können wirklich ziemlich kompliziert sein. Ich zeige es nochmal an einem anderen Beispiel hier. Das sind jetzt hier völlig, das sind jetzt einfach die, für jedes Land der höchste Berg. Das ist jetzt schon mal so ein kleines Monster. Ja, ich will einfach wissen, für jedes Land der höchste Berg. Ja, China, Mount Everest, Nepal, Mount Everest, Pakistan, K2 und so weiter. Also das muss man erstmal schreiben. Und daran arbeitet Sebastian. Manche von Ihnen hatten ihn als Tutor. Ich habe jetzt mir irgendeine, ich zeige es jetzt nur kurz. Ja, was hat Angela Merkel alles für Jobs gehabt, setzt das hier ab. Und jetzt habe ich hier ein Sprachmodell, Sprachmodell erkennen Sie daran, Token für Token, macht hier so eine Zwischendarstellung, ich mache es mal etwas größer. Und dann, das erkläre ich jetzt nicht im Detail, die Frage ist, wie kriegt man überhaupt aus einer Frage, welche Jobs hatte Angela Merkel? Irgendwie kriege ich jetzt hier eine Anfrage in Sparkle. Also wie geht das überhaupt, das daraus? Da steckt wahnsinnig viel dahinter. Ich kann die jetzt hier auch ausführen und offenbar stimmt es, ja? Physikerin, Politikerin. Das sind jetzt hier sehr einfache Anfragen, das will man potenziell für alles haben. Also sehr cool, vielleicht ist ja was für Sie dabei. Also wir haben sehr viele Projekte. Ganz kurz, die Vorlesung als nächstes, ich habe es ja gerade erwähnt, wir haben eine Vorlesung, wo wir auch diese ganze Technologie dahinter erklären, die hieß früher immer Suchmaschinen, jetzt heißt sie Datenbanken und Informationssysteme, ist aber sehr ähnlich. Die wird jetzt im Wintersemester, ich bin Gott sei Dank mal im Forschungssemester, damit ich ein bisschen Zeit habe, an diesen Sachen mehr zu arbeiten, das hält dann Professor Bödecker, ist aber von mir konzipiert. Und Joschka Bödecker hält die, also im Wintersemester keine Vorlesung von mir, dann gibt es Algodat und dann halte ich sie aber nächstes Jahr im Winter wieder. Und es gibt jetzt, für die, die das interessiert, 2 Versionen davon und ich halte die immer abwechselnd, weil das einfach so viel spannender Inhalt war, das haben sich die Leute immer gewünscht, 2 Teile, Grundlagen und fortgeschrittener Teil.
wo dann auch viel Sprachmodelle und so weiter drin sind. Und auch wie gewohnt sehr praktisch, also wir machen dann wirklich ein Übungsblätter eigenes Sprachmodell, die dann auch solche Sachen können. Letzte Folie, glaube ich, für viele von Ihnen relevant. Sie wollen ein Projekt bei uns machen, eine Abschlussarbeit. Es gibt eine Seite dafür, die ist leider notorisch unvollständig. Wir sind leider zu doof dafür, die regelmäßig zu aktualisieren. Tut uns leid. Ich weiß auch nicht, warum wir zu doof dafür sind, aber es ist so. Wir haben unendlich viele Themen. Es liegt, glaube ich, daran, weil wir immer so in der Arbeit vergraben sind und dann da lauter neue Sachen sind. Fragen Sie uns einfach. Bevor Sie jetzt schon aufräumen, es dauert nur noch 2 Minuten, dann sind wir fertig. Das ist wirklich wichtig. Also einfach fragen, nicht nur auf die Liste schauen und denken, ganz viel im Sinne von den Demos, die ich gerade gezeigt habe. Es gibt da keine festen Termine. Einfach fragen. Das Einzige, Sie können auch, müssen nicht bis zum 5. Semester warten, das Einzige ist, fragen Sie, wenn Sie dann auch anfangen wollen. Nicht fragen und dann ein halbes Jahr später anfangen. Einfach, Sie sind bereit und dann fragen und dann direkt loslegen. Wir haben alle möglichen Guidelines, wie man schön aufschreibt und so weiter. Eine Sache noch, das habe ich jetzt nicht auf die Folien geschrieben, wenn Sie mir schreiben, Sie können natürlich auch unseren Doktorandin direkt schreiben, es geht oft schneller. Ich gehe manchmal so in Mails unter, dann kriegen Sie einfach keine Antwort, weil bei 100 oder 200 Mails am Tag scrollt das einfach raus. Ich kann unmöglich zurückgehen in meinen Mails, dann mache ich nichts mehr anderes als Mails lesen. Wenn Sie keine Antwort auf eine Mail kriegen, einfach nochmal schreiben und nochmal. Es kann auch sein, dass Sie 2-3 Mal hintereinander keine Antwort kriegen. Es hat absolut nichts mit Ihnen zu tun. Es ist absolut nicht persönlich. Einfach dranbleiben, bis Sie eine Antwort kriegen. Ja? Nicht 2 Wochen warten, auch nicht stündlich eine Mail schreiben, aber nach 2 Tagen kann man dann schon mal nochmal schreiben und nochmal. Es tut mir wirklich leid, aber Mailvolumen ist so riesig, ich kann nicht immer alle Mails beantworten. Oder schreiben Sie gleich einem unserer Doktoranden oder Doktorandin, dann klappt es vielleicht besser. Also das ist mir noch ganz wichtig. Das war's von meiner Seite. Auch zum Abschluss nochmal 5 Minuten überzogen. Nee, in 2 Jahren wird es dann vielleicht besser. Irgendeine Frage noch zu irgendwas? Sie haben ja jetzt noch das Projekt und wir sehen uns ja auch vielleicht bei anderen Vorlesungen noch. Irgendeine Frage gerade noch? Gut, dann war es das für dieses Semester. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.